Es ist kurz nach dem Ausbruch und der Winter ist angebrochen. Die Städte wurden überrannt von diesen Wesen. Ich bin mir nicht sicher, ob unter ihnen noch irgendwelche Menschen leben. Aber von dort, von wo ich herkomme, gibt es kilometerweit nicht eine einzige menschliche Seele. Die Regierung hat uns aufgefordert, vor allem nachts in den Häusern zu bleiben. Denn nachts werden diese Wesen aktiv und jagen uns. Es wird von Tag zu Tag immer kälter und vor allen Dingen nachts ist es draußen fast unerträglich. Aber noch nicht mal das ist das Schlimmste. Die Zombies, sie mutieren. Sie werden schneller, stärker und können vor allen Dingen Blöcke abbauen und Blöcke platzieren. Wenn euch diese Art von Video gefallen sollte, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Die Idee für dieses Video und die Map habe ich von Forge Labs, also schaut gerne mal dort vorbei und lasst ein Abo da. Wir werden jetzt versuchen, 100 Tage in dieser Hölle zu überleben und vor den Zombies zu fliehen. Wünscht mir Glück. Ja, das bin ich. Und ja, ich renne gerade weg. Ich wurde gerade von Zombies angegriffen und versuche vor diesen nun zu fliehen. Ich bin auf der Suche nach anderen Menschen und habe bis jetzt noch kein Glück gehabt. Hinterm Wald am Horizont habe ich ein kleines Dörfchen gesehen. Vielleicht habe ich ja Glück und die Zombies sind noch nicht hier gewesen. Am Dorf angekommen habe ich dieses Schild gesehen. Dreh dich um und komm nicht zurück. Komisch. Ich bin trotzdem reingegangen und habe mich umgeschaut. Anscheinend eine Art Farmhaus oder so etwas in der Richtung. Als ich in den Hühnerstall gegangen bin, habe ich sie dann gehört. Sie waren also auch schon hier angekommen. Ich nahm noch etwas Heu mit, um später daraus Brot backen zu können. In dem Nachbarhaus habe ich mich dann umgeschaut und ein Bett gefunden. Ein Bett kann ich wirklich gut gebrauchen, denn ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwo Wolle finden kann, um ein Bett zu craften. Sonst aber stand das Haus leer. Ich wollte durch den Haupteingang die Farm verlassen, aber dieser war mit Eisengitter verschlossen und zu meinem Glück hat mich die Horde noch nicht gewittert. Deshalb bin ich zum Hintereingang rausgegangen und habe die ersten Zombies gesehen. Mir war sofort klar, dass ich mit meinen Fäusten hier nicht viel ausrichten kann. Daher habe ich das gemacht, was man immer am Anfang macht. Einen Baum geschlagen, um Holz zu bekommen. Dann noch etwas Brot für den Hunger gecraftet. Dann ging die Loot-Tour weiter. In den nächsten Häusern hatte ich nicht so viel Glück. Aber auf der anderen Straßenseite fand ich einen interessanten Ort. Zuflucht für alle. Da mich die Horde nun entdeckt hatte, musste ich mich beeilen. Anscheinend haben sich hier Menschen nach dem Ausbruch versammelt, um zu überleben. Das ist ihnen aber nicht so gut gelungen. Ich hatte nur meine kleine Holzaxt dabei und damit kann man die Zombies höchstens ein kleines bisschen kitzeln. Daher ist diese Axt auch schnell zerbrochen und ich musste mir schleunigst eine neue besorgen. Draußen gab es zum Glück etwas Holz, das ich auch gleich nutzen konnte. Die Horde befand sich schon vor dem Tor der Zuflucht und hat ordentlich Krach gemacht. In dem Haus fand ich auch eine merkwürdig aussehende Wand, die ich natürlich mit meiner Spitzhacke sofort aufgebrochen habe. Hier fand ich keine Zombies, dafür aber umso besseren Loot. Ein paar Pfeile und Steinequipment. Und das Beste, Eisen und Kohle. Ich befand mich in einer Art LAN oder so etwas und die Besucher warteten bereits draußen auf die Eröffnung. Ich meine, schaut euch das an, wie viele sind das? Ich verschloss den Eingang wieder und baute mir mit Eisen meine erste Waffe. Ich durchsuchte die Zuflucht, aber fand nichts Besonderes mehr. Jetzt brauchte ich dringend einen Schlafplatz, denn es wurde Nacht. Ich habe tatsächlich auch eine Scheune gefunden, in der zwar ein paar Zombies waren, aber sonst war es hier ziemlich ruhig. Daher dachte ich mir, hier werde ich die erste Nacht verbringen. Am nächsten Morgen habe ich dann die Scheune verlassen und wollte mich noch etwas umsehen. Ich habe natürlich sofort diese Geräusche gehört. Was für ein wundervoller Sound, um aufzuwachen und motiviert den Tag zu beginnen. Ich habe hier anscheinend das Hauptgebäude gefunden und natürlich war hier auch schon der Virus. Diese Gruppe hier hat es ziemlich hart erwischt. In einem der hinteren Räume fand ich einen Zombie mit Augenbinde. Vielleicht war dieser Zombie ja hier der Grund, warum in dieser Zone hier alles den Bach runterging. Ich bin dann danach weitergezogen und habe die Stadt noch etwas weiter erforscht und habe noch viele nützliche Sachen gefunden. Hier zum Beispiel ein bisschen Eisen und ein paar Spinnennetze. Die werden später noch sehr nützlich werden. Und außerdem gab es hier noch einen Bogen mit ziemlich guten Werten. Ich habe dann noch einen Dachboden gefunden und dachte mir, dass das eigentlich ein guter Ort wäre, um mich hier vor den Zombies zu verstecken. Sie haben bis jetzt noch keine Fähigkeiten, um zu mir nach oben zu kommen. Ich habe probiert, ob mich die Zombies durch die Scheiben sehen konnten. Aber anscheinend können sie mich erst wittern, wenn nichts mehr zwischen dem Sichtfeld der Zombies ist. Ich habe mich dann durch die Glasscheibe gezwängt und dann am Horizont die ersten Anzeichen der richtigen großen Stadt gesehen. Es war noch nicht die richtige Zeit dafür und außerdem war meine Ausrüstung noch viel zu schlecht. Die Horde hatte mich anscheinend schon gefunden. Es waren einfach zu viele für mich und daher habe ich mich schleunigst aus dem Staub gemacht. Am Ende dieses gefrorenen Sees gab es eine Farm. In der Farm waren eigentlich keine Zombies und für mich schien dieser Ort ziemlich sicher. Es gab ja auch genug Essen, um die nächsten Tage zu überleben. Also dachte ich mir, hier bleibe ich in der Nacht. Ich verschloss die Fenster mit Vorhängen, denn die Zombies können Licht sehen und fühlen sich daher auch angezogen. Ich holte dann noch etwas Holz. Natürlich baue ich den Baum komplett ab. Halb abgebaute Bäume dürfen nicht stehen bleiben. Seid ihr auch so eine Person? Schreibt am besten in die Kommentare Hashtag Fullbaum oder sowas. Als ich die Farm für die Nacht vorbereiten wollte, kam auf einmal diese Meldung. Der Blutmond steigt auf. Das bedeutet, wir können nicht schlafen und die Zombies kommen, um uns zu holen. Ich habe durch einen kleinen Schlitz in der Scheune auf das umliegende Land geschaut. Und hier kam sie. Am Morgen vom dritten Tag wagte ich mich heraus.
Die Farm war vollkommen von den Zombies umzingelt. Ich dachte mir, dass ich hier dringend weg muss, bevor die Zombies einen Weg in die Farm finden würden. Deshalb wagte ich eine ziemlich riskante Sache. Ich meine, wer denkt denn schon in einer solchen Situation rational nach? Ich öffnete die hintere Zauntür und rannte um mein Leben. Ich bin dann bis zu dieser Kirche im Dorf gerannt und wollte mal hineinschauen. Dort war alles voller Zombies. So wie in diesem Film, 28 Days Later. Kennt ihr den? Mit dieser Zombie-Invasion? Bleiben wir beim Thema. Hier fand ich einen ziemlich vielversprechenden Ort. Eine Villa auf einem Hügel. Perfekt, um diese ganzen Zombies abzuwehren. Ich bin natürlich sofort dorthin gegangen und habe diese Villa untersucht. Ein Glück war hier alles frei von Zombies und es gab einige Feuer zum Aufwärmen. Sogar die zweite Etage sah ziemlich gut aus. Hier könnte ich eine Zeit lang bleiben und meine Ressourcen aufstocken. Da ich die ganze Zeit Zombie-Gegrunze gehört habe, dachte ich mir, dass hier irgendwo irgendetwas nicht stimmen konnte und ich schaute mich noch etwas weiter um. Dieses Gegrunze kam anscheinend aus der Nähe der Mauer. Als ich mich dort reingegraben habe, habe ich sie gefunden. Irgendwie wurden hier unten Zombies eingesperrt. Ich habe natürlich sofort versucht, alle Zombies zu töten. Ich wollte nicht, dass dieses Zombie-Geschrei andere Zombies anlocken würde. Ich verschloss den Eingang wieder und dann craftete ich mir ein paar Stacheldrahtzäune. Diese Zäune werden noch ziemlich nützlich werden und mich vor diesen Zombiehorn beschützen. Am nächsten Morgen habe ich mir vorgenommen, die Gegend noch etwas weiter zu erkunden. Die Zombies hatten bereits die Villa umstellt und ich habe versucht, so schnell wie möglich von hier wegzulaufen. Hinter der Villa befand sich ein Wald und hinter diesem Wald habe ich aus der Entfernung etwas gefunden. Ich musste eine ganze Weile laufen und dachte mir, es wäre so etwas wie ein Bunker oder so. Aber es war lediglich eine Bushaltestelle im Nirgendwo. Ich gab die Hoffnung nicht auf und bin dann noch etwas weiter gelaufen und habe dann diese Bahnschienen gefunden. Sie schienen endlos weiterzulaufen und ich wollte wissen, was es hier Besonderes gab. Und tatsächlich fand ich eine Art Zugkreuzung. Oder wie man auch immer diese Kurve hier nennt. Naja, nichtsdestotrotz fand ich einen fast endlosen Zug. Anscheinend wollte dieser Zug vor der endlosen Kälte fliehen. Im Zug gab es viele Schlafkabinen. Und das Beste war am Ende des Zuges, ein Waggon voller Kohleblöcke. Damit würde mir nie wieder kalt werden. Und ich fand dann noch den Eingang zu einer großen Stadt und auch einen zweiten Zug mit einem ziemlich guten Zauberbuch. Und hinter diesem Zug gab es ein Gebäude. Anscheinend wurden hier die Züge gewartet oder so. Oder, Moment, das sieht mir eher aus wie eine Straßenbahn. Hier habe ich sofort meinen Bogen verzaubert. Es wurde Nacht, deshalb musste ich so schnell wie möglich nach Hause. Wie ihr sehen könnt, in der Nacht kommen Zombies ohne Ende. Ich wurde neugierig und wollte noch mehr von der Stadt sehen. Bevor ich aber dorthin gehen würde, brauchte ich aber noch etwas bessere Ausrüstung. Ich wollte die Kirche mit den ganzen infizierten Zombies besuchen und dachte, hier gibt es bestimmt richtig guten Loot. Deshalb musste ich erstmal alle Zombies aus der Kirche locken, damit dann noch genug Zeit blieb, um drin schnell zu looten. Auf der anderen Seite der Kirche waren dann auch nur wenige Zombies und ich wollte schnell auf den Turm klettern. Bin dann aber leider runtergefallen und aus Schock wollte ich erstmal so schnell wie möglich weglaufen. In diesem kleinen Dorf fand ich eine Kellerwohnung, die ich bis dahin anscheinend übersehen hatte. Da ich nicht noch einmal in dieselbe Wohnung gehen wollte, die ich schon mal besucht hatte, dachte ich mir, dass ich mit Schildern die Türen verriegeln würde. Ich meine, es bringt nicht wirklich etwas, um die Türen zu verschließen, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass dort nichts ist. Das tat ich dann auch mit den ganzen anderen Häusern in der Straße. Ich fand noch etwas Loot und einen verlassenen Laden. Mir wurde leider immer bewusster, wenn ich hier 100 Tage überleben möchte, muss ich vorsorgen und Essen anbauen. Auch wird das immer kalter werdende Wetter ein großes Problem werden. Kurz vor dem Anbruch der Dunkelheit fand ich ein Glück ein Lager mit genug Essen für die nächsten Tage. Natürlich bin ich dann sofort zurück zur Villa gerannt. Ich wollte hier nicht von den Zombies überrannt werden. Den kompletten sechsten Tag habe ich damit verbracht, die obere Etage der Villa etwas zu verschönern. Ich habe alle Wände eingerissen und den Platz vergrößert. Am nächsten Morgen nach der Renovierung habe ich dann weiter mit den Türen zu nageln verbracht. Das Gute daran ist, dass man dadurch wirklich viele neue Häuser und Räume findet, von denen man vorher keine Ahnung hatte oder die man vorher noch nicht wahrgenommen hatte. Zum Beispiel hier, so ein schöner Hinterhof mit Stuhl und Lagerfeuer. Wären draußen nicht so viele Zombies, würde ich hier glatt eine Weile bleiben. Ich habe hier auch meine ersten Diamanten gefunden. Besser geht's nicht. Nach Tag 7 schon Diamanten. Zwar nicht in den Minen, aber das spielt ja gar keine Rolle. Weiter runter habe ich ein Haus gefunden, das von außen zugemauert war. Auch im Haus im Keller gab es eine Tür, die mit Schildern verschlossen wurde. Aber nicht von mir. Da kam wohl schon jemand vorher auf die Idee mit diesen Schildern. Ich habe natürlich sofort die Schilder entfernt und habe die ehemaligen Bewohner dieses Hauses von ihrem Leid erlöst. Oh, ich muss hier schnell weg. Oh mein Gott, sind das viele. Springen und laufen, springen und laufen, springen und laufen, springen und laufen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Der achte Tag begann damit, dass ich weiter Häuser in diesem Stadtviertel durchsucht habe. Das Verschließen mit den Schildern verlief ganz gut und damit waren bereits die durchsuchten Häuser sehr gut zu erkennen. Nur leider kann es natürlich passieren, dass wir an einem Haus vorbeirennen, das gar nicht von mir verschlossen wurde. Durch Zufall fand ich einen schicken Innenhof.
Der war von allen Seiten von diesen, ich nenne sie mal, Neubaublöcken umschlossen. Ich fand am Rand auch eine Leiter, die anscheinend bis nach oben führte. Und natürlich bin ich auch gleich nach oben geklettert, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Es war wirklich weit oben. Und mir wurde klar, dass ich die Stadt nicht mal im Ansatz erkundet hatte. Es gab ja auch genug Holz, um weitere Fallen für die Zombies zu errichten. Und außerdem führte hier auch diese Straßenbahnstrecke lang. Die ersten Zombies haben mich bereits gefunden und ich wäre fast so blöd gewesen, vom Dach des Hauses zu springen. Stellt euch mal diesen Tod hier vor. Nicht durch die Zombies oder Kälte gestorben, sondern wegen eines Sprungs in die Tiefe. In einem Haus in der Nähe der Kirche fand ich etwas Praktisches. Vorhänge. Mit diesen Vorhängen kann man tatsächlich die Fenster verdunkeln und die Zombies sehen einen nicht mehr. Und wenn sie uns nicht sehen, kommen sie nicht auf uns zu. So jedenfalls in meiner Theorie. Könnt ihr euch auch an den Kirchturm erinnern? Bei welchem wir runtergefallen sind und es nicht bis ganz oben geschafft haben? Jetzt war es endlich soweit. Ich habe keine Zombies gesehen und bin nach ganz oben gesprintet. Und hier habe ich das gefunden. Ein Platin-Katana. Und so ein kleines Küchenmesser. Aber dieses Katana war wirklich heftig. Es hat jetzt die Zombies, die auf dem Weg zu mir nach oben waren, komplett zermetzelt. Ich glaube, das wird meine Waffe werden. Am nächsten Tag habe ich einen schönen kleinen Park gefunden. Hier sollten anscheinend die Bäume vor irgendwelchen Tieren geschützt werden. Und hinter diesem kleinen Park fand ich dann die Universität. Hier gab es leider keine Studenten, sondern nur noch mehr Zombies. Aber das Gittertor sah ganz gut aus. Ich habe hier alle Spawner abgebaut und bin dann noch etwas weiter in die Stadt gegangen. Hier fand ich eine kleine Kirche, inmitten der ganzen großen Gebäude. In dieser Kirche war eigentlich nur ein einzelner Zombie, der für mich natürlich überhaupt kein Problem dargestellt hat. Hier gab es in einer Truhe im Erdgeschoss so viele Seiten und Bücher. Die brauchte ich definitiv, um später mein Equipment verzaubern zu können. Und oben fand ich etwas ziemlich Gutes. Ein Totem der Unsterblichkeit. Das habe ich sofort ausgerüstet und ab diesem Moment habe ich mich das erste Mal sicher gefühlt. Dieses Gefühl sollte aber nicht von Dauer sein. Ich bin dann noch auf einen anderen Vorsprung gesprungen und fand hier Schleimbälle und ein paar Emeralds. Zum Abschluss habe ich dann noch die Kirchturmglocke geläutet, um alle Zombies hierher in die Stadt zu locken, damit diese mir nicht über den Weg laufen würden. In den benachbarten Häusern hatte ich wieder das Glück, Dias zu finden und vor allem so viel Redstone. Damit werde ich versuchen, eine Falle zu bauen. Ich musste aber erstmal testen, ob die Zombies überhaupt auf Musik reagieren würden. Es wurde dunkel und ich musste mich etwas beeilen. Ich wollte noch unbedingt den Zaun von der Universität mitnehmen. Ich hatte große Pläne, denn ich musste mich auf die Nacht von Tag 10 vorbereiten. Zurück zu meiner Villa musste ich dann durch die Dunkelheit sprinten. Ich muss beim nächsten Mal wirklich besser auf die Zeit achten. Der Morgen von Tag 10 begann mit den ersten Zombies, die schon in unsere Villa wollten. Was für ein Start in den Tag vor dem Blutmond. Und ja, ihr habt richtig gehört, ein Blutmond. Das bedeutet, dass ich in der nächsten Nacht nicht schlafen kann und so viele Zombies wie Sand am Meer spawnen. Ich musste mich also richtig vorbereiten. Ich ging in den Wald hinter der Villa, um etwas Holz zu sammeln. Das gab es hier eigentlich genug. Mit dem Holz und den Metallgittern aus dem Vortag konnte ich mir nun viele Maschendrahtzäune craften. Ich versuchte damit, die ganze Villa zu umzäunen und habe extra noch einen Block Platz gelassen, damit ich hinter diesem Zaun noch Fackeln platzieren konnte, um die Zombies dorthin zu locken. Mir war gar nicht bewusst, wie viel Zeit ich damit zugebracht habe. Denn es wurde schon Nacht und unten links kam diese Meldung wieder. Der Blutmond steigt auf. Ich bin also schnell zurück in die Villa gerannt und habe den Eingang mit Zäunen zugebaut. Bis jetzt sind die Zombies noch nicht in der Lage, Blöcke abzubauen. Daher sollte ich erstmal sicher sein und keine schlimmen Überraschungen erwarten. Die ersten Zombies erschienen schon am Rand der Villa. Leider hatte ich nicht genug Vorhänge, um alle Fenster zu schließen. Ich habe dann eine ziemlich riskante Aktion gestartet. Ich wollte den Rand der Villa mit Fackeln bestücken, um alle Eindringlinge besser sehen zu können. Mit dem Totem in der linken Hand habe ich mich einfach zu sicher gefühlt. Aber das sollte mir bald auf die Füße fallen. Da die Zombies von Geräuschen angelockt werden, dachte ich mir, dass die Jukebox vielleicht diese Zombies anlocken würde. Nach meinem Gefühl hat das nur so halb funktioniert. Ich habe leider auch bemerken müssen, dass die Zombies nun angefangen haben, auch hinter den Mauern zu spawnen. Ich musste mich also darum kümmern, die Villa genug auszuleuchten. Habe damit weitergemacht, bis endlich die Sonne aufging. Jetzt wollte ich natürlich die ganzen Erfahrungspunkte haben. Deshalb habe ich den Zaun abgerissen. Das war ziemlich dumm, denn jetzt konnten die Zombies einfach so in meine Villa laufen. Am nächsten Morgen wollte ich so schnell wie möglich fliehen, da ich die Zombies in meine Base gelassen habe. Ich habe leider den Hinterausgang verfehlt und musste mir dann aus Panik ein Loch in die Mauer bauen. Und dann bin ich gerannt. Die Zombies waren nun stärker und schneller und das gefiel mir überhaupt nicht. Ich brauchte also noch viel mehr Holz und noch viel mehr von diesen Eisenzäunen, um noch mehr Stacheldrahtzäune bauen zu können. Ich wusste, wenn ich hier überleben möchte, brauchte ich einen Fluchttunnel. Also habe ich direkt in der Villa angefangen zu graben. Mein Ziel war es, irgendwo außerhalb eine Base zu bauen. Und nicht nur irgendeine Base. Diese Base sollte die sicherste Festung in ganz Russland werden.
Kein Zombie wird die Möglichkeit haben, mich dort angreifen zu können. Am Tag 12 habe ich dann so weit gekramt, bis ich endlich Tageslicht sehen konnte. Natürlich habe ich mir gleich den Eingang markiert und natürlich habe ich auch gleich die Zombies gesehen. Eine Sache hatte ich beim Tunnelgraben nicht bedacht. Es spawnen Zombies in der Dunkelheit und ich habe die Gänge nicht richtig ausgeleuchtet. Danach ging es runter in die Tiefe. Ich brauchte dringend Eisen oder noch besser ein paar Dias, um mich gegen die nächste Mutation verteidigen zu können. Ich habe dann tatsächlich auch ein bisschen Eisen gefunden. Und noch weiter unten sogar die ersten Diamanten. Damit wollte ich eine neue Spitzhacke craften und mich natürlich auch auf die Suche nach Lava für Obsidian machen, denn wir brauchen unbedingt einen Zaubertisch. Hier hat ein Haufen Gravel den Weg versperrt, aber Genius Luke hat mit dem Fackeltrick schnell alle Blöcke abgebaut. Danach gab es zur Belohnung gleich den nächsten Block mit Dias. Es war leider am Ende nur ein Diamant. Ich wollte natürlich nicht aufgeben und habe dann noch weiter gesucht und tatsächlich noch viel mehr Dias gefunden. Da waren es schon 4 Dias. Nachdem ich nun noch weiter gegraben hatte, hatte ich noch mehr Glück. Sowohl Redstone als auch 7 Dias. Jetzt hatte ich wirklich genug, um eine vollständige Dia-Rüstung zu craften und um einen Verzauberungstisch zu bauen. Zurück an der Oberfläche habe ich mir einen Ort in der Nähe der Villa ausgesucht und hier angefangen, meine Base zu bauen. Da bald die Zombies in der Lage sein werden, Blöcke abzubauen, dachte ich mir, ich brauche einen Ort, der sicherer war als die Villa. Ich wollte eine große Base bauen, in der man ständig in Bewegung bleiben kann, damit die Zombies sich nicht nur auf eine Mauer fokussieren können. Unser nächstes Ziel war nun die Lava. Dafür habe ich mir einen Eimer gecraftet und bin dann wieder in die Minen gegangen. Komischerweise ist hier ein Zombie gespawnt. Meine Sorge war, dass nun auch Zombies in ausgeleuchteten Gebieten spawnen könnten. Aber dafür hatte ich jetzt erstmal keine Zeit. Mit dem Eimer habe ich mir dann diese einzelne Wasserquelle aus meinem Tunnel mitgenommen und mich dann einfach in die Wände gekramt. Ich glaube, die Minecraft-Pros sagen Strip Mining oder irgendwie sowas. Ich habe echt keine Ahnung. Durch Zufall habe ich Diamanten und Smaragde gefunden. Leider fiel mir keine Person ein, mit der ich hätte Smaragde traden können. Dann habe ich endlich eine einzelne Lavaquelle gefunden und mir fällt jetzt auf, dass ich die Dias oben drüber übersehen habe. Naja, ich habe dann den Eimer leer gemacht und dann das Lava mitgenommen. Vielleicht können wir ja daraus eine gute Zombie-Falle bauen. Am Morgen von Tag 15 wollte ich meine Zombie-Base weiter ausbauen. Mir war klar, ich brauche noch viel, viel mehr Materialien, um diese Base wirklich zombiesicher zu machen. Um dann sicher Materialien zur Base bringen zu können, wollte ich meinen Fluchttunnel von der Villa mit der Base verbinden. Also fing ich an, den Tunnel auf ungefähr derselben Höhe zu graben und habe hier dann auch das erste Lapis gefunden. Ich habe total vergessen, dass ich das ja auch zum Verzaubern brauchte. Dann habe ich endlich eine größere Lavaquelle gefunden und habe hier leider nicht richtig nachgedacht und alles Lava in Obsidian verwandelt. Das war am Ende dann doch mehr Obsidian, als ich eigentlich brauchte. Am Morgen von Tag 16 habe ich angefangen, Bücherregale für meinen Zaubertisch zu craften. Ich hatte aber leider noch nicht genügend Bücherregale, um das volle Potenzial des Zaubertisches entfalten zu können. Also musste ich noch irgendwo nach weiteren Büchern suchen, da ich hier nirgendwo Zuckerrohr gefunden habe, um weitere Bücher craften zu können. Daher baute ich meinen Fluchttunnel weiter, um diesen mit dem Fluchttunnel unter der Villa verbinden zu können. Ich habe außerdem herausgefunden, dass es eine Art Pfeilschussgerät gibt. Was für ein komischer Name. Pfeilschussgerät. Naja, am Abend bin ich dann zurück zur Villa gelaufen und habe dort übernachtet. Am nächsten Morgen habe ich dann direkt noch die restlichen Bücher geholt. Außerdem habe ich dann auch noch in meinen Vorratskisten nachgeschaut, welchen Loot ich gut für die Base gebrauchen könnte. Ich nahm also alles Wichtige für den Basebau mit und habe dann weiter am Tunnel gegraben. Dafür habe ich mich immer wieder nach oben gebaut, um zu sehen, wie weit ich noch weg von meiner Base war. Es musste wirklich ein sehr langer Tunnel werden. Ich habe dann die Lust verloren und weiter an meinen Bücherregalen gebaut und konnte endlich verzaubern. Dadurch wurde dann mein Platinum-Katana noch stärker, als es eigentlich schon war. Dann ging es zurück zu dem Tunnel. Ich habe schon wieder vergessen auszuleuchten und habe den Weg für die Zombies erstmal blockiert. Dann gab es endlich die erhoffte Verbindung zwischen den beiden Tunneln. Jetzt wurde ich gierig und ich wollte noch mehr EXP, um meine Rüstung noch weiter verzaubern zu können und habe deshalb die ganzen Zombies vor der Villa angegriffen. Ich habe nicht bedacht, dass ich noch zu schlechte Rüstung für einen solchen Kampf hatte. Ein Glück hatte ich mein Totem dabei, sonst wäre ich jetzt schon einer von diesen Zombies geworden. Aus Panik rannte ich wieder in die Villa. Mir war klar, bevor ich wieder auf EXP-Jagd gehe, muss ich mich erstmal wieder richtig ausrüsten und dafür brauche ich noch mehr Dias. Also ging ich erstmal zurück zu unserer Festung. Ich konnte fast alle Gitterstäbe anbringen und habe endlich die Mauer fertig gezogen. Am Morgen von Tag 19 habe ich dank eines verirrten Zombies einen Eingang zu einem Keller gefunden. Und hier gab es eine wirklich gute Chest, einen Haufen Eisenpfeile und explosive Kugeln, mit denen wir Explosivpfeile craften könnten. Das wird später auf jeden Fall noch sehr nützlich werden. Danach ging es weiter zu diesem Dorf, in welchem wir am ersten Tag Zuflucht gesucht haben. Hier habe ich so viele Eisengitter wie möglich geholt. Ich habe auch wieder diesen Hühnerstall gefunden und hatte vor, sie später zur Festung zu bringen. Aber bis es soweit war, brauchten wir erstmal eine starke Mauer.
Nach meinen Erinnerungen zufolge müsste es auch in der Farm aus der zweiten Nacht noch ein paar Sachen zum Essen geben. Und tatsächlich fand ich meine alten Sachen und habe so viel wie möglich mitgenommen. Dann gab es ja auch noch eine andere Villa am Ende des Sees. Hier gab es ein paar Waffen. Nachdem ich dann noch weitergelaufen bin, habe ich wieder diese Hochhäuser gesehen. Anscheinend war hier die Stadt ganz in der Nähe. Und hier habe ich dann noch viel mehr Eisengitter gefunden und natürlich so viele wie möglich abgebaut, um damit meine Mauer zu verstärken. Es gab hier auch so etwas wie eine Bushaltestelle, die war aber leer und ohne irgendwelche interessanten Sachen. Als es dunkel wurde, habe ich nochmal diesen Zufluchtsort besucht, aber nichts Interessantes gefunden. Ich war schon wieder viel zu lange draußen und musste jetzt im Dunkeln zurück zur Base. Mich haben natürlich unglaublich viele Zombies verfolgt und jetzt stellt euch das mal in der nächsten Nacht vor, wenn der Blutmond wieder aufgeht. Jetzt war es soweit, der Morgen vom 20. Tag. Ich musste mich für die endlose Nacht vorbereiten, deshalb habe ich erstmal versucht, alle Stacheldrahtzäune von der Villa abzubauen und zu meiner Festung zu bringen. Ich brauchte so viele wie möglich. Dann habe ich noch die ganzen Eisengitter vom Vortag an der Mauer angebracht und sowohl eine starke Verteidigung, als auch die Möglichkeit zu haben, das umliegende Land beobachten zu können. Leider musste ich feststellen, dass ich nicht mal ansatzweise genug Stacheldrahtzäune oder Eisengitter hatte. Deshalb bin ich nochmal zurück zur Villa gelaufen und habe nochmal in allen Kisten und Öfen nachgeschaut, ob es noch ein paar Ressourcen gab. Und tatsächlich wurde ich fündig. Jetzt brauchte ich noch etwas Holz und dann konnte ich meinen Vorrat an Stacheldrahtzäunen aufstocken. Leider immer noch nicht genug. Der Rest musste mit Cobblestone zugebaut werden. Dann kam die Meldung. Der Blutmond. Jetzt ging es also wieder los. Die endlose Nacht mit den endlosen Mengen an Zombies. Ich habe noch schnell die restlichen Eisengitter verbaut und auf die Horde gewartet. Beim Zubauen des Fluchttunnels war ich leider etwas zu spät und bin fast in meinen Tod gestürzt. Naja, also fast. Dadurch kamen jetzt die Zombies näher an meine Base und ich hatte keine Möglichkeit zu fliehen. Also habe ich den Eingang zugebaut. Und leider habe ich die Base nicht richtig ausgeleuchtet, daher konnten die Zombies nicht nur an meiner Base, sondern auch auf den Mauern spawnen. Meine sichere Festung wurde in dieser Nacht zu einem Gefängnis. Zum Glück waren die Zombies noch nicht in der Lage, Blöcke abzubauen. Ich war also noch relativ sicher. Also gab es vorerst nur eine Gefahr. Ich musste mich um die Zombies in der Festung kümmern. Das waren eigentlich nicht zu viele. Von den Mauern aus habe ich die Zombies dann beschossen, aber ich habe schnell gemerkt, dass es so ziemlich sinnlos war, denn es würde nur meinen Bogen zerstören. Außerdem wurde diese Nacht ziemlich kalt und ich musste mich wärmen. Ein Glück habe ich den Lavapool gelassen und konnte mich hier schnell wieder aufwärmen. Da es keine Möglichkeit für mich gab, die Festung zu verlassen, was auch ziemlich dumm gewesen wäre, habe ich mir gedacht, ich nutze die letzte Nacht ohne blockabbauende Zombies, um mir ein bisschen XP zu farmen. Das habe ich dann auch bis zum Anbruch des neuen Tages gemacht. Jetzt wurde es richtig gefährlich. Jetzt war es soweit. Zombies sind in der Lage, Blöcke abzubauen und auch in der Lage, für sich selber Blöcke zu platzieren, um mich erreichen zu können. Ich bin sofort in den Wald gegangen, um mir einen Vorrat an Holzblöcken zuzulegen, denn die nächsten Tage und vor allem die nächsten Nächte werden richtig unangenehm werden. Ich wollte die Festung noch etwas verschönern und habe deshalb die Cobblestone-Blöcke abgebaut und bin dann durch den Tunnel zur Villa gelaufen. Im Tunnel habe ich die ersten Zombies gesehen, die sich anscheinend von der Oberfläche in den Tunnel gegraben haben. Wie ihr merkt, wurde es gerade sehr problematisch. Die Zombies würden mich also nun überall erreichen können. An der Villa angekommen, habe ich einen Zombie zum Zaun gelockt und wollte mal sehen, wie schnell er diesen Steinzaun abbauen kann. Und ihr seht selbst, viel zu schnell. In der Villa selbst scheinen auch schon Zombies gewesen zu sein. Der Boden war total durchlöchert. Hier konnte ich noch ein letztes Mal übernachten. Jetzt wollte ich endlich meine restliche Dia-Rüstung verzaubern. Dafür brauchte ich aber noch mehr Lapis. Ich habe auch schon das nächste Problem gesehen. Die Zombies haben sich durch meinen Tunnel gegraben und hatten damit direkten Zugang zu meiner Base. Hier musste ich also auch noch etwas unternehmen. Danach habe ich in der Nähe der Villa einen Zombie mit TNT in der Hand gesehen und diesen schnell getötet. Ich wollte nicht herausfinden, wozu dieser Zombie in der Lage ist. Könnt ihr euch auch noch an das Loch unter der Villa erinnern? Hier sind jetzt tatsächlich so viele Zombies gespawnt und sie sind in der Lage, sich freizugraben. In der Villa zu bleiben, wäre also reiner Selbstmord gewesen. Oben in der Villa angekommen, habe ich versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Und natürlich haben mich hier auch die Zombies verfolgt und schon fleißig angefangen, den Boden abzubauen. Ich hatte also nicht genügend Zeit, um alle meine Sachen zu sortieren und mitzunehmen. Ich muss also später nochmal zurückkommen. Ich bin zurück zur Festung gelaufen und habe dann hier die Nacht in Sicherheit verbracht. Am Morgen vom nächsten Tag bin ich so schnell wie möglich zurück zur Villa gelaufen, da gewöhnlich am Morgen kaum Zombies unterwegs sind. Und so war es dann tatsächlich auch. Ich konnte nun besser sortieren und die wichtigsten Sachen mitnehmen.
Als ich dann die ersten Schreie der Zombies gehört habe, hatte ich bereits alle nötigen Sachen bei mir. Auf meinem Weg zurück zur Festung habe ich sie dann gehört. Die Zombieschreie. Aber von wo nur? Es gab nur eine logische Schlussfolgerung. Sie müssen in den Tunneln sein. Der Tunnel war nun für mich also keine Fluchtoption mehr. Ich musste also so schnell wie möglich mich um eine Alternative kümmern. Ich wusste nur noch nicht wie und wo. Für die Zombies war es nun überhaupt kein Problem, in meine Festung einzudringen. Anscheinend ist Cobblestone für die Zombies nur so etwas wie warme Butter. Ich habe meinen Stacheldrahtzaun erneuert und habe mir dann gedacht, mit Lava kann man diese Monster bestimmt einfach aufhalten, oder? Lava verbrennt Zombiefleisch sofort. Deshalb begann ich, meine Verteidigungsstrategie etwas zu ändern. Am Tag 24 ging es dann in die Minen auf der Suche nach Lavaquellen. Ich war mir sicher, dass es noch einige Quellen geben müsste, denn ständig hörte ich damals dieses Geblubber von der Lava. Ich musste also nur richtig hinhören und in die ungefähre Richtung rammen. Und tatsächlich hat es funktioniert. Ich habe einige Lavaquellen gefunden und bin dann wieder an die Oberfläche, um die einmal zu entleeren und dann wieder zurück in die Minen zu laufen. Das hat an sich auch ziemlich gut funktioniert. Da ich nicht zu oft in die Minen gehen wollte, musste ich mir etwas einfallen lassen, um die Lava weiter fließen zu lassen. Also habe ich den Graben einfach etwas tiefer gemacht und siehe da, es hat tatsächlich geklappt. Der komplette 25. Tag bestand darin, in den Minen weiter nach Lava zu suchen. Ich habe nicht nur Lava, sondern auch ein paar Dias gefunden. Ich musste also mit dem Lava einmal an die Oberfläche, die einmal entleeren und wieder runter in die Minen, um noch mehr Lava zu finden. Der Lavagraben sah schon ziemlich gut aus und wurde auch etwas breiter. Vielleicht hält das ja die Zombies auf. Am Ende des Tages wollte ich mein Hauptgebäude endlich bauen. Aber so richtig gut sah es noch nicht aus. Und wer hätte gedacht, was alles am Tag 26 passiert? Richtig, es ging wieder in die Minen und den gleichen Prozess zu wiederholen. Lava in den Eimer, Eimer in den Graben, Lava in den Eimer, Eimer in den Graben. Am 27. Tag habe ich noch weiter nach der Lava gesucht, aber leider nur Dias und Smaragde gefunden. Wer hätte das gedacht, dass ich bei Dias finden jemals leider sagen würde. Und ihr merkt schon, wie sehr ich mich schon vor dem nächsten Blutmond fürchtete. Ich habe jetzt die letzten 5 Tage damit verbracht, Lava aus dem Minen zu holen und in unsere Gräben zu schütten. Ich glaube, jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich einfach in unserer Festung nach unten graben sollen, anstelle immer so weit in unsere ursprüngliche Minen zu laufen. Zum Glück habe ich dann noch etwas Lapis gefunden und konnte meine Spitzhacke verzaubern. Und das gar nicht mal so schlecht. Um mich jetzt noch etwas besser verteidigen zu können, brauchte ich noch viel mehr Holz. Ich bin also in den Wald neben meiner Festung gelaufen, um noch etwas Holz abzubauen und wurde natürlich sofort wieder abgelenkt. Hinter unserer Festung war also auch ein zugefrorener Fluss und ich dachte zuerst, es wäre der Fluss in der Nähe der Farm. Aber was mir gleich auffiel, hier gab es Hasen. Neben den Hühnern waren das die zweiten Lebewesen, die wir gesehen haben, die nicht aus totem Fleisch bestanden. Ich bin dann weitergefahren und habe dann ein Dorf gesehen. Wie sich herausgestellt hat, handelt es sich hierbei um Pankowka oder so ähnlich. Ich habe hier natürlich auch sofort nachgeschaut, ob es etwas Interessantes zum Looten gab. Aber bis auf etwas Essen gab es nichts Nützliches. Dann fand ich diese Kapelle oder Kirche oder was auch immer. Es sah schon fast aus wie so ein Gebäude, in dem ein Bosskampf stattfinden würde. Als ich zurück zum Dorf wollte, sah ich, dass ich bereits von den Zombies verfolgt wurde. Ich bin dann aber schnell zurückgefahren, denn mir ist aufgefallen, dass es bereits Tag 29 war, also einen Tag vor der nächsten Zombie-Belagerung. Ich durfte nicht noch mehr Zeit verschwenden und komischerweise sind während meiner Abwesenheit Zombies in meiner Festung gespawnt. Tag 30. Die nächste Nacht wird es wieder einen Blutmond geben. Ich habe den Tag damit begonnen, dieses Pfeilschussgerät endlich zu craften und habe es natürlich auch gleich ausprobiert. Hiermit konnte man perfekt über die Mauer schießen. Dieses Pfeilschussgerät hatte nur einen Nachteil. Es brauchte unglaublich viele Pfeile. Mit diesem Gerät war es uns möglich, einen Pfeilhagel auf unsere Feinde niederregnen zu lassen. Ich konnte die Pfeile danach ein Glück wieder einsammeln. Es wurde also auch Zeit, dass wir die Hühner zu unserer Festung bringen, um genug Pfeile für diese Maschine craften zu können. Ich füllte den restlichen Graben mit Lava aus und habe die Verbindung zum Tunnel getrennt, da ich Sorge hatte, von hier aus würden die meisten Zombies kommen. Außerdem habe ich die Mauer etwas verbreitert, um oben sicher laufen zu können und die Zombies von oben herab mit Pfeilen beschießen zu können. Und bevor es dunkel wurde, habe ich meine komplette Festung mit Fackeln ausgeleuchtet. Ich wollte nicht schon wieder diese unangenehme Situation haben, dass Zombies in der Lage waren, in meiner Base zu spawnen. Aber das sollte noch lange nicht das Schlimmste sein. Es ging los. Der Blutmond stieg auf. Sie kamen nun von allen Seiten. Ich habe angefangen, sie mit Pfeilen zu beschießen, aber ich merkte schnell, das bringt nichts. Außerdem haben die Zombies angefangen, sich über den Lavagraben zu bauen. Eine riesengroße Katastrophe.
Ich wollte so schnell wie möglich diese Brücke zerstören. Es war aber leider bereits zu spät. Sie waren in meiner Festung. Es brauchte also nur einen einzigen Zombie, der eine Brücke baut, um meine gesamte Verteidigung lahmzulegen. Es wurden immer mehr Zombies und die Panik in mir wurde auch immer größer. Wie soll ich hier überleben, wenn die Zombies in der Lage waren, einfach so hereinzuspazieren? Auf den Mauern konnte ich nicht bleiben, denn seht euch das an. Sie bauten sich einfach so hoch. Ich habe dann in meiner Panik die einzige logische Sache gemacht. Ich bin gesprungen. Ich wollte die Festung von außen sichern, aber es waren einfach zu viele. Dann bin ich losgerannt. Ich wusste erst nicht, wohin ich rennen sollte und bin dann aus Panik zur Villa gesprintet. Hier bin ich dann bis auf das Dach geklettert und habe mich umgeschaut. Sie kamen bereits auf mich zu. Es wurden so schnell immer mehr. Ich konnte hier also auch nicht bleiben. Also bin ich dann auf diesen kleinen Pavillon gesprungen und dann in den Wald gerannt. Zu meinem Glück wurde es langsam wieder Tag. Wir haben die Nacht tatsächlich überlebt. Ich konnte vor der Zombie-Horde fliehen und mich im Wald verstecken. Jetzt, am nächsten Morgen, war ich endlich bereit, zurück zur Festung zu laufen. Wie bereits erwartet, waren in der Nähe der Festung immer noch so viele Zombies, die auf mich warteten. Ich musste also den kompletten Morgen damit verbringen, alle Zombies in und außerhalb meiner Festung zu besiegen, damit ich die Schäden an der Festung in Ruhe reparieren kann. Das Gute an der ganzen Sache war, dass ich dadurch einen Haufen EXP bekommen habe, um damit später noch mehr Sachen zu verzaubern. Leider haben die Zombies durch ihre Blöcke einige Lavaquellen zerstört. Ich muss mich später also noch darum kümmern. Die letzten Zombies waren dann noch in der Festung, aber jetzt am Tag waren sie für mich überhaupt kein Problem. Und jetzt schaut euch das hier mal an. Überall waren diese ganzen Cobblestone-Blöcke. Die musste ich natürlich erstmal abbauen, damit die Lava wieder fließen kann. Kurz danach habe ich dann noch die Mauer mit den Gitterstäben repariert. Und dann habe ich angefangen, das Haus, was ich in der Mitte der Festung bauen wollte, abzureißen. Denn wegen diesem Haus können wir nicht ganz genau erkennen, was in unserer Festung passiert. Außerdem musste auch der ganze Schnee weg, denn irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich dadurch langsamer wurde. Ich weiß, das ist nur so ein Gefühl, aber dennoch musste der ganze Schnee in der Festung weg. In der Nacht vom 31. zum 32. Tag haben sich die Zombies meiner Festung genähert. Ich musste also am Morgen wieder auf Reinigungstour gehen. Ich hatte die große Sorge, dass die Zombies auch in der Lage sein könnten, meine Kisten zu zerstören. Daher bin ich aus Panik in die Menge gesprungen und wollte sie davon abhalten, zu den Kisten zu gehen. Danach habe ich den Lavagramm wieder etwas ausgebessert und mit Lava gefüllt. Da mein Fluchttunnel nun voll von Zombies war, brauchte ich dringend einen neuen. Das Beste wäre, wenn ich in der Festung anfangen würde, einen Fluchttunnel zu graben. Damit habe ich dann natürlich auch angefangen und zum Glück viele Diamanten gefunden. Die werden später noch sehr nützlich werden. Die Steine, die ich vom Tunnelgraben bekommen habe, habe ich gleich genutzt, um den Boden der Festung einzuebnen und die offenen Stellen zu füllen. Ich wollte den Fluchttunnel noch etwas breiter graben, um im Notfall noch mehr Platz zu haben. Mein Ziel war es, ganz unten Wasser zu platzieren, sodass ich, wenn es hart auf hart kommt, einfach herunterspringen kann. Am nächsten Morgen wurde ich wieder von Zombieschreien geweckt. Ich habe meine Mauer noch etwas weiter verbreitert. Für diese Mauer hatte ich noch große Pläne. Jetzt hieß es wieder ab in den Fluchttunnel. Ich musste noch viel weiter nach unten graben und dort wollte ich eine Art Schutzraum bauen. Mir war aber klar, dass ich dafür noch einen Haufen Obsidian brauchte. Obwohl, vielleicht können Zombies auch Obsidian einfach zerstören. Das muss ich unbedingt noch austesten. Als ich vom Tunnelgraben wieder nach oben gekommen bin, habe ich gesehen, dass wieder mal ein Zombie in meiner Base war. Wie ist er hergekommen? Vielleicht muss ich noch Türen bauen. Am Ende des Tages habe ich dann noch die Mauer etwas weiter vergrößert. Der Fluchttunnel oder besser das Fluchtloch war schon ziemlich weit gegraben. Ich wollte noch sicher gehen, dass wenn ich runterspringe, nicht irgendwo hängen bleibe. Daher habe ich angefangen, eine Art Geländer aus Cobblestone zu bauen. Das sah zwar etwas komisch aus, wird aber hoffentlich seinen Zweck erfüllen. Beim Hochlaufen wurde ich dann wieder mal von Zombieschreien begrüßt. Und diesmal scheinen es ziemlich viele zu sein. Ich habe sie natürlich schnell besiegt, damit sie nicht noch mehr Blöcke in der Festung abbauen können. Da ich nicht immer hochspringen wollte, habe ich den Tunnel noch mit ein paar Treppen verschönert. Damit konnte ich etwas entspannter hoch und runter laufen. Jetzt war es Zeit, Wasser zu besorgen. Hinter meiner Festung war noch irgendwo dieser Fluss, der uns zu diesem Dorf führte. Ich bin natürlich sofort dorthin gegangen und habe am Fluss den Eimer mit Wasser gefüllt. Da ich Sorge hatte, am Rand der Steinwände hängen zu bleiben, habe ich in meinem Fluchttunnel die Wände bis zur Decke gezogen. Und komischerweise wird meine Festung immer angegriffen, wenn ich einige Zeit im Tunnel arbeite. Und komischerweise wurden es auch immer mehr von diesen Zombies. Ich musste unbedingt meinen Lavagramm wieder ausbessern. Jetzt war es soweit. Ich wollte den ersten Sprung in die Tiefe wagen. Ein Glück hat alles geklappt und ich bin nicht gestorben. Da die Zombies über meinem Lavagramm kamen, musste ich diesen also noch etwas verbreitern. Und außerdem musste ich auch dieses ganze Cobblestone am Grunde des Grabens entfernen.
Vielleicht war es ja möglich, die Zombies dazu zu bringen, Cobblestone zu platzieren, damit ich es dann abbauen kann. Zum Schluss muss ich noch die ganze Lava aus dem Graben entfernen, damit ich hier in Ruhe bauen kann. Am Tag 36 war der Lavagraben wieder an der Reihe. Ich musste den Graben unbedingt verbreitern, damit die Zombies nicht wieder so einfach durchkommen konnten. Es steht ja tatsächlich bald wieder ein Blutmond an. Das Nervige ist, dass überall diese ganzen Schneebälle liegen. Und das Problem daran ist, dass man nur 16 Stück stacken kann. Ich habe mir eine Technik überlegt, wie ich die Lava so lenken kann, dass sie im Graben möglichst viel Platz einnimmt. Das hat auch nach einigem Experimentieren ziemlich gut geklappt. Jetzt wollte ich meine komplette Festung aus Cobblestone bauen, da Schnee wirklich viel zu einfach abzubauen ist. Daher habe ich versucht, alles Schnee durch Cobblestone zu ersetzen. Natürlich musste ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in die Lava laufen würde. Was wäre das nur wieder für ein Tod? Zum Abend habe ich dann noch etwas mit dem Pfeilschussgerät experimentiert und muss leider sagen, dass es auf der Mauer etwas zu hoch platziert ist. Naja, vielleicht finde ich dafür noch eine Lösung. Am Morgen von Tag 37 wollte ich zurück zur Villa, um noch ein bisschen Essen zu besorgen. Ein Glück gab es hier, anders als erwartet, nicht viele Zombies. Daher konnte ich alles in Ruhe looten und sortieren. Da fingen sie aber an. Die Geschreie der Zombies. Sobald ich diese Schreie höre, haue ich natürlich sofort ab und suche das Weite. Und schaut euch das hier an. Die Zombies sind aufs Dach geklettert und springen nun runter, um mich zu jagen. Die haben wirklich vor gar nichts Angst. Und hier im nächsten Haus. Anscheinend waren im Keller so viele Zombies, dass sie angefangen haben, den Boden kaputt zu bauen. Nach meiner Loot-Tour ging es natürlich wieder zurück zur Festung. Hier wollte ich jetzt alles verstauen und sortieren. Da jetzt bald der Blutmond anstehen würde, dachte ich mir, es wird Zeit, weiter meinen Fluchttunnel zu bauen. Natürlich könnte das genauso gut mein Gefängnis werden, wenn ich nicht vor dem nächsten Blutmond den Tunnel irgendwo rausgraben würde. Mir war es auch wichtig, dass der Tunnel unbedingt breiter gebaut werden müsste, denn falls sich Zombies hier verirren würden, ist es schwer, in einem schmalen Gang auszuweichen. Daher habe ich den Tunnel breiter und vor allem auch höher gebaut. Daraufhin habe ich den ehemaligen Fluchttunnel mit Wasser geflutet, damit die Zombies hier nicht einfach so rauskommen würden, denn sonst wäre meine Festung wieder überrannt gewesen. Am Morgen von Tag 39 haben die Zombies wieder versucht, meine Festung zu überrennen. Komischerweise spawnen jetzt immer mehr Zombies und ich wusste nicht, woran das liegt. Die einzelnen Zombies sind natürlich kein Problem, aber sobald sie sich zu einer Horde zusammenrotten, wird es schon problematischer. Nachdem ich nun alle Zombies in und um meiner Festung beseitigt hatte, habe ich angefangen, an meinem Graben weiterzuarbeiten. Ich musste noch unbedingt vor Tag 40 alles mit Lava füllen. Zum Glück hatte ich noch von dem anderen Graben genug Lavaeimer zur Verfügung und konnte damit ziemlich viel Platz vom Graben ausfüllen. Ich musste mich beeilen, denn die Tage gingen jetzt nach meinem Gefühl viel schneller vorbei. Ich habe den kompletten Tag 40 damit verbracht, meine Base zombiesicher zu machen und die Lava in dem Anti-Zombie-Graben zu verteilen. Oh ja, das wird eine neue Produktlinie, der Anti-Zombie-Graben. Ich habe gar nicht gemerkt, wie viel Zeit das alles gedauert hat und ehe ich mich versah, wurde es auch schon Nacht und der Blutmond stieg auf. Jetzt brauchte ich endlich mal ein Schild und nachdem ich mir das Schild gecraftet habe, habe ich es natürlich auch sofort verzaubert. Ich wusste gar nicht, dass das in Minecraft überhaupt möglich ist, ein Schild zu verzaubern. Jetzt kamen sie, die endlosen Horden des Blutmondes. Anfangs schien der Anti-Zombie-Graben zu funktionieren, doch die Zombies haben ziemlich schnell einen Weg über den Graben gefunden und eine Brücke aus Cobblestone gebaut. Das ging wieder mal viel zu schnell. Die Nacht hatte kaum begonnen und schon wurde mein unüberwindbarer Graben überwunden. Das Gute war, dass diesmal in der Festung nicht ein einziger Zombie gespawnt ist. Aber durch die gebaute Brücke der Zombies kamen nun Zombies in die Festung. Als mir die ersten Zombies entgegenkamen, spürte ich wieder die Panik in mir aufkommen. Aber diesmal versuchte ich ruhig zu bleiben und bin auf die Mauer geklettert und habe von hier die Cobblestone-Brücke gesehen. Ich muss mir für solche Fälle etwas einfallen lassen. Vielleicht gibt es ja so etwas wie TNT-Pfeile oder ich muss ein paar TNT-Pfeilen bauen, um solche Brücken aus der Entfernung zerstören zu können. Die nächste Aktion war ziemlich riskant. Ich wollte die Zombies von meiner Mauer vertreiben und bin runtergesprungen. Dann kam mir in den Sinn, die Festung zu verlassen, aber es gab keinen Ausweg und ich bin gesprungen. Ich wollte über den Graben, bin aber leider tatsächlich in der Lava gelandet. Ein Glück hatte ich meinen Wassereimer dabei. Das Wasser hat zwar vieles von der Lava gelöscht, aber dank des Wassers konnte ich meine Festung entkommen. Es waren zu viele Zombies, um sie alle besiegen zu können. Also bin ich in den Wald hinter der Festung gelaufen, aber habe schnell ein Problem festgestellt. Mir wurde kalt. Und zwar so schlimm, dass ich kurz vor dem Erfrieren stand. Also musste ich mir schnell eine Wärmequelle suchen. Der einzige Ort, der mir einfiel, war der Lavagraben. Also bin ich zurück zur Festung gelaufen und habe versucht, die Zombies zu besiegen, während ich mich in der Nähe des Lavagrabens aufwärmte. Ich merkte aber schnell, dass es unmöglich war, hier zu bleiben. Daraufhin fiel mir dann der zweite warme Ort ein. Die Villa.
In der Villa gab es diese Feuerstellen und hier würde uns garantiert warm werden. Also so hoffte ich. Ich bin wieder auf das Dach der Villa geklettert und sah wieder die Zombies ankommen. Es kam mir vor wie ein Déjà-vu. Der Mond ging aber schon unter. Ich hatte es also fast geschafft. Ich musste nur noch ein bisschen aushalten und dann würde das Anstürmen der Zombiehorden endlich aufhören. Der erste Zombie hat das Dach erreicht und es würde nicht lange dauern, bis der nächste hochkommt. Oh no, sie kommen hoch. Sie kommen hoch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, was höre ich da? Oh oh, oh oh. Oh mein Gott, sind das viele. Oh no, ich muss hier weg. Oh nein, sie kommen hoch. No, 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 nicht so, nicht so, nicht so, ich will nicht in der Villa sterben. Oh nein. Oh, sie bauen sich hoch, sie bauen sich hoch, ich muss weg. Ich muss sofort weg hier. Die einzige Möglichkeit, vom Dach runterzukommen, war wieder dieser kleine Pavillon. Ich bin also gesprungen und so schnell wie möglich in den Wald gerannt. Ein Glück ging langsam die Sonne auf. Also musste ich mich nicht mehr allzu sehr darum sorgen, dass ich erfrieren würde. Ich habe es geschafft. Der vierte Blutmond und wir sind immer noch am Leben. Die Zombies werden ab jetzt schnell sein. Und noch viel schlimmer, sie werden uns länger verfolgen und uns von weiter weg wittern. Mein erstes Ziel am Morgen war unsere Festung. Ich wollte sehen, wie viel Schaden die Zombies an der Festung angerichtet haben. Kaum erschien die Festung am Horizont, erschienen auch schon gleich die ersten Zombie-Massen. Meine Aufgabe war es nun, alle Zombies zu besiegen, da ich sonst nicht in Ruhe die Festung ausbauen konnte. Außerdem musste ich mich auf den nächsten Blutmond vorbereiten. Da es eindeutig zu viele Zombies waren, wollte ich etwas Lava aus dem Graben holen und diese Lava auf die Zombies schütten. Es hat anfangs funktioniert, aber die Zombies sind leider zu schlau geworden und umlaufen einfach die Lavafalle. Dann muss ich wohl manuell die Zombies beseitigen. Es geht doch nichts über eine entspannte Runde Katana schwingen. Ein Glück sind die Zombies noch nicht so stark. Daher hatte ich keine großen Probleme, alle zu besiegen. Es hat fast den kompletten Tag gedauert, aber nach und nach wurden es immer weniger. Das Gute daran war, wir hatten jetzt ziemlich viele Erfahrungspunkte. Nachdem alle Zombies besiegt worden waren, wollte ich erstmal die Lava aus dem Graben holen, damit ich diese wieder von Cobblestone freischaufeln kann. Die Zombies haben fast eine Seite des Grabens komplett mit Cobblestone gefüllt. Hier musste ich also viel abbauen, da dieses Cobblestone den Weg der Lava komplett blockiert hat. Danach habe ich die Eingänge zur Festung verbreitert und auf allen vier Seiten einen Eingang gebaut, damit ich die Möglichkeit habe, schneller auf allen Seiten zu sein, um in Zukunft die Brücke der Zombies zerstören zu können. Am Abend habe ich dann noch den Stacheldrahtzaun entfernt, da dieser eher im Weg war, anstelle mir zu helfen. Ich hatte aber auch schon einen Plan, wo der Stacheldrahtzaun hin sollte. Jetzt war es Zeit, die Zäune zu platzieren. Ich wollte vor dem Graben einen Weg bauen, den die Zombies vielleicht nehmen würden, anstelle die Zäune zu zerstören. Und wieder mal spawnten Zombies in meiner Festung. Den restlichen Tag habe ich damit zugebracht, die Gräben von Cobblestone zu befreien und diese dann auch noch zu verbreitern, um noch mehr Lava fließen zu lassen. Jetzt fließt die Lava schon eher nach meinem Geschmack. Beim Arbeiten an den Gräben habe ich dann Zombie-Gegrunze gehört. Anscheinend haben sich die Zombies irgendwie unter meine Festung gegraben. Und tatsächlich waren sie im Fluchttunnel und haben sich einen eigenen Tunnel gegraben, der von meinem Fluchttunnel bis zum Lavagraben gereicht hat. Natürlich habe ich diesen Tunnel sofort verschlossen und versucht, alle weiteren Zombies zu besiegen. Am nächsten Morgen wollten die Zombies schon wieder meine Festung einnehmen. Ich musste mich also wieder um die Eindringlinge kümmern. Außerdem habe ich einen Sinn für unser ganzes Gold gefunden. Ich hatte genug an der Festung gearbeitet und wollte endlich die Stadt weiter erkunden und bin ausgerüstet losgelaufen. Ich habe eine Art Bushaltestelle gefunden und mich hier etwas umgeschaut. Die Zombies waren eine unzählbare Menge und von überall wurden es immer mehr. Ich musste mich also beeilen und so schnell wie möglich so viel wie möglich looten. Nach dieser Busstation bin ich dann weiter in die Stadt vorgedrungen. Zu meinem Glück habe ich einen Laden gefunden, der zwar am Anfang gelootet schien, aber tatsächlich hinten im Lager noch ein paar Ressourcen zum Looten hatte. Nachdem ich dann so viel wie möglich gelootet habe, bin ich dann aus dem Fenster geflogen, denn anscheinend hat mich die Horde bis hierhin schon verfolgt. Ich bin dann an einem Gebäude vorbeigelaufen, das unglaublich überfüllt von Zombies gewesen war. Hier musste es etwas Gutes zum Looten geben, denn sonst wären ja nicht so viele Zombies hier, oder? Nach meiner Stadterkundung wollte ich schnell nach Hause, aber es wurde schon dunkel. Ein Glück hatte ich mein Bett dabei und konnte im Freien übernachten. Ich wollte eigentlich zurück zu meiner Festung, habe aber etwas den Weg verloren und bin auf verirrte Zombies gestoßen, die natürlich morgendlich begrüßt wurden. Als ich dann einem Weg gefolgt bin, fand ich mich in der Stadt wieder. Nachdem ich einen Park durchquert hatte, habe ich etwas Schreckliches feststellen müssen. Die ganzen Häuser hier sind überfüllt mit Zombiehorden und die sind jetzt in der Lage, sich freizugraben. Ich rannte weiter und fand die alte Straßenbahnstation und habe natürlich hier alle Schienen mitgenommen.
Das kam mir entgegen, denn ich wollte auf meiner Mauer ständig in Bewegung sein und dafür eignen sich Schienen am besten. Der Morgen von Tag 46 begann wieder mal damit, unsere Festung von all diesen Zombies zu säubern. Ich musste aufpassen, denn bald würde sich mein Schmerz von mir verabschieden, wenn ich weiterhin damit so viele Zombies besiegen würde. Mir fiel auf, dass die Zombies hauptsächlich im Graben waren. Vielleicht war es endlich an der Zeit, diesen mit Lava zu füllen. Auf der Mauer befand sich ja noch unser Schienensystem, um die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben. Jetzt war es an der Zeit, diese Redstone-Schienen zu platzieren, damit ich die ganze Zeit im Kreis fahren kann und die Zombies mich so die ganze Zeit verfolgen würden, ohne sich dabei auf einen Punkt zu fokussieren. Als ich danach in den Minen etwas Cobblestone abbauen wollte, habe ich gesehen, dass bereits in meinem Fluchttunnel Zombies gespawnt sind. Darum musste ich mich später unbedingt kümmern. Das ganze Cobblestone habe ich dann in Steinplatten umgewandelt, um damit mir diese Druckplattenschienen zu bauen. Damit wollte ich versuchen, dieses Pfeilschussgerät zu aktivieren. Jetzt war es an der Zeit für die erste Testfahrt. Ich brachte also ein Minecart nach oben und stieg ein. Es lief wie erwartet reibungslos und als ich zum Pfeilschussgerät kam, wurden auch die Pfeile getriggert. Vielleicht werde ich in Zukunft die Mauer voll von solchen Dingern bauen. Aber das wird dann wohl ein Haufen Arbeit werden. Jetzt war es an der Zeit, den Graben endlich mal fertigzustellen. Ich wollte den nächsten Blutmond unbedingt sicher in meiner Festung verbringen und den Zombies dabei zusehen, wie sie sich gegenseitig in den Lavagraben schubsen würden. Natürlich brauchte ich hierfür eine Menge Lava. Und mit einer Menge Lava meine ich eine unglaublich große Menge Lava. Ich musste also zurück in die alte Mineschächten und hier weiter nach Lava suchen. Das hat den kompletten Tag 47 gedauert, aber ich konnte einige Quellen finden und diese dann auch nach oben transportieren. Als ich am nächsten Morgen meinen Kopf aus dem Schacht der Mine steckte, merkte ich, es war bereits ein neuer Tag angebrochen. Ich habe alle Eimer entleert und dann die Dirt-Barrikade der Lava entfernt. Und jetzt schaut euch das an. Unsere komplette Festung war von einem Lava-Wasserfall umgeben. Das Einzige, was jetzt noch gestört hat, sind diese freien Ecken. Aber auch die sollten kein Problem für mich darstellen. Ich bin einfach mit einem Lavaeimer in der Hand zu einer dieser Ecken gesprungen. Jetzt im Nachhinein betrachtet eine ziemlich riskante Aktion. Aber hey, dafür sind jetzt auch die Ecken mit Lava gefüllt. Zumindest ein Teil. Als ich dann den Graben verlassen hatte, wurde ich von ein paar herumirrenden Zombies begrüßt. Ich habe sie natürlich schnell besiegt, denn ich konnte es mir nicht leisten, dass diese Zombies meine Lavaquellen mit Cobblestone zubauen würden. Den kompletten 49. Tag habe ich damit zugebracht, unten auch ein Schienensystem für meinen Minecart zu bauen. Dafür wollte ich auch einen Schalter bauen, der mir erlauben wird, immer zwischen der oberen und zwischen der unteren Strecke zu wechseln. Dafür brauchte ich eine Weile, aber wie immer, es war viel einfacher als gedacht. Nachdem ich nun auch den unteren Weg mit Redstone-Schienen gelegt hatte, stand der Testfahrt nichts im Wege und es hat natürlich genauso funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Tja, jetzt muss ich es leider zugeben. Ich habe nicht auf die Tageszahl geachtet. Ihr wisst ja, alle 10 Tage steht ein Blutmond an, der dafür sorgt, dass Massen an Zombies spawnen, die besonders Lust auf mein Fleisch haben. Ich wollte mir noch ein paar Ressourcen besorgen, um für den nächsten Blutmond gewappnet zu sein und habe dabei nicht darauf geachtet, dass in dieser Nacht ein Blutmond kommen würde. Ohne große Sorge bin ich also in die Stadt spaziert, um mir noch ein bisschen Holz und Eisengitter zu besorgen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass bereits einige Zombies in den Häusern auf mich warteten. Ich machte mir daraus natürlich nichts und bin munter weiter spaziert. Was ich schon die ganze Zeit merkwürdig fand, manche Apartments in den Häusern waren von Lampen erleuchtet. Gab es hier Überlebende oder läuft dieses Gebäude mit Notstrom? Ich musste es unbedingt herausfinden und bin in eines dieser Hochhäuser gelaufen. Im Hochhaus selber gab es diesen Fahrstuhlschacht ohne Fahrstuhl und leider gar kein Licht. Zum Glück hatte ich eine Fackel dabei, denn sonst würde ich hier nur das Licht von draußen haben. Etwas weiter oben fand ich einen Spawner und einen Raum voller Kisten, den ich natürlich sofort gelootet habe. Aber leider nichts, um mich für das nächste vorzubereiten. Ich bin dann im Treppenhaus weiter nach oben gelaufen und habe dann das Dach des Hochhauses gefunden. Ich war überrascht, denn hier oben gab es eine Menge Eisenblöcke. Anscheinend waren es Antennen oder so ähnlich. Die Zombies waren bereits auf dem Weg nach oben und ich habe dann das hier gesehen. Der Blutmond steigt auf. Viel zu früh. Ich dachte, ich hätte noch einen ganzen Tag Zeit dafür. Die Zombies waren bereits auf dem Weg nach oben. Also musste ich alle Eingänge mit diesen Eisenblöcken vorriegeln, in der Hoffnung, die Zombies würden nicht in der Lage sein, diesen zu zerstören. Das Heulen der Zombies wurde immer lauter und ich wurde immer unruhiger. Wie soll ich hier oben überleben? Ein Blick nach unten genügte, um zu sehen, dass ich hier nicht einfach weglaufen kann. Die ersten Zombies kamen auch schon aufs Dach. Ich musste hier schnell alles mit Fackeln ausleuchten, um mehr sehen zu können. Oh, sie kommen hoch. Ich muss runter hier. Ich muss sofort von diesem Hochhaus weg. Wow, schaut das ganze Geschrei. Oh mein Gott, hört euch das ganze Geschrei an.
Der Fahrstuhlschacht. Okay, hier komme ich sicher runter. Schnell runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ein Zombie. Schnell, 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 schnell. Schnell weg hier, schnell weg hier. So schnell wie möglich raus. So schnell wie möglich raus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese ganzen Geschreie, dieses ganze Zombie-Geschreie. No, 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 Zombie, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Oh mein Gott, was ist das? Schaut euch diese Mengen an. Wie soll man das überleben? Diese hellen Augen in der Nacht und dann auch noch dieses Geschrei. Als ich dann am Horizont die aufgehende Sonne sah, erweckte das wieder die Hoffnung in mir. Gleich habe ich es geschafft. Ich habe die Nacht überlebt. Aber ich merke schon, der Morgen wird viel schlimmer. Die Zombies sind nun deutlich schneller und auch deutlich stärker. Sobald sie mich sehen, sprinten sie los. Ich bin kaum noch schneller und habe echt Angst, dass sie bald so schnell sind, dass sie mich jederzeit und überall einholen können. Ich meine, schaut euch das an. Sobald mich ein Zombie entdeckt, weiß es gleich die ganze Horde und die Verfolgungsjagd geht los. Während meiner Flucht vor der Horde habe ich diese alte Ruine gefunden. Hier gab es noch ein paar Kisten, die ich noch nicht gefunden hatte. Und ich habe diese natürlich sofort gelootet. Ich habe auch gemerkt, dass ich generell nur wenige Sekunden Zeit haben werde, um Gebäude zu looten, da die Zombies sich nun in einem so schnellen Tempo bewegen. Ich musste ständig aufmerksam sein und alle möglichen Fluchtrouten beachten. Zu meinem Glück konnte ich feststellen, dass die Horde nicht in der Lage war, in meiner Abwesenheit meine Festung zu zerstören. Ich meine, warum sollten sie auch meine Festung angreifen, wenn ich gar nicht dort drin bin? Ich habe eine mögliche Rettung für unser Zombie-Problem herausgefunden. Wir können Geschütztürme craften. Dafür brauchen wir diesen Block-Reinforcer. Mit diesem können wir Blöcke etwas verändern und mit noch ein paar extra Schritten sollten wir in der Lage sein, Geschütztürme für uns zu bauen. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Den Turm musste ich natürlich sofort ausprobieren und es funktionierte besser als erwartet. Er kann mich zwar auch abschießen, aber wenn ich außerhalb der Schusslinie bin, habe ich gute Karten. Mein Ziel war es jetzt, an allen vier Seiten meiner Festung einen Turm aufzubauen, denn sie könnten von oben auch einfach auf die Zombies schießen. Den ganzen 53. Tag habe ich damit zugebracht, Geschütztürme für die Mauern zu bauen. Jetzt wollte ich etwas ausprobieren. Ich habe herausgefunden, dass man Kameras und die dazu passenden Bildschirme craften kann. Wenn das so funktioniert, wie ich es erwarte, dann wird mir das noch sehr weiterhelfen. Nachdem ich also beides gecraftet habe, habe ich es natürlich auch sofort ausprobiert. Hat so ein bisschen Five Nights at Freddy's Gefühl. Da die Kamera oben gut funktioniert, wollte ich es auch gleich mal im Tunnel ausprobieren, da hier komischerweise immer Zombies spawnen. Und tatsächlich können wir hiermit die Zombies beobachten. Jetzt hatte ich große Pläne für den Notfallraum. Den Morgen von Tag 55 habe ich in den Minen verbracht, um viel Eisen für noch mehr Abwehrtürme zu holen. Da die Zombies jetzt viel schneller geworden sind, hatte ich Sorge, dass sie einfach den Lavakram überwinden würden. Ich meine, vielleicht schwimmen sie ja jetzt auch schneller und können dadurch einfach in der Lava Blöcke platzieren. Außerdem wollte ich die Bahnschienen am Rand der Festung noch mit Eisengittern absichern. Ich wollte nicht aus dem Minecraft direkt in die Lava fallen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum immer Zombies im Notfalltunnel spawnen. Ich meine, schaut euch mal das an. Warum kommen die hierher? Ich war mir sicher, in der Villa muss es noch Essen geben. Ich wollte es mir unbedingt holen, denn wenn ich wirklich in meinen Fluchttunnel gefangen bin, brauche ich viel Essen, um überleben zu können. Ich machte mich also am Morgen von Tag 56 auf den Weg zur Villa. In der Villa gab es noch ein paar verstreute Zombies, die konnte ich aber schnell besiegen. Es ist jedes Mal erstaunlich, wie sehr die Zombies die Villa zerstört haben. Alles ist voller Cobblestone-Blöcke und von den ursprünglichen Gebäudemauern ist in der Villa kaum noch etwas zu erkennen. Zurück in meiner Festung wurde ich wieder mal von Zombies begrüßt. Ich musste mir unbedingt etwas einfallen lassen und dachte mir, ein Geschützturm wäre hier wirklich sehr gut, da dieser sich um alle Zombies in der Base kümmern würde. Zum Schluss versuchte ich noch den Eingang zum Tunnel mit einer Art Falltür auszustatten, sodass ich im Notfall einfach ohne Probleme runterfallen kann. Diese Falltür habe ich natürlich am nächsten Morgen ausprobiert und muss sagen, sie funktioniert wirklich gut. Da ich jetzt schon mal in den Minen war, wollte ich auch gleich noch mehr Eisen abbauen. Diese Geschütztürme brauchen wirklich unglaublich viel Eisen. Dafür waren sie aber sehr nützlich und würden mich vor den kommenden Zombiehorden schützen. Mir gefiel aber noch nicht die Position der Geschütztürme. Ich wollte sie noch ein klein bisschen nach außen bauen und habe somit die Ränder meiner Festung erweitert. Ich musste wirklich aufpassen, dass die Türme nicht einfach in die Lava fallen würden. Denn das wäre sehr ärgerlich. Und genau das ist dann auch passiert. Ich brauchte dringend noch mehr Eisen und bin dafür wieder in die Stadt gelaufen. Die Hochhäuser hatten ja diese komischen Antennen auf den Dächern und vielleicht könnte ich diese ja noch abbauen. Ich bin da in eines dieser Hochhäuser gegangen und konnte auch einen Kühlschrank abbauen. Ich suchte das Treppenhaus und habe mich durch die Wände gebaut. Das Treppenhaus war ein paar Wände weiter hinten und dann ging es direkt für mich aufs Dach. Oder sagen wir fast aufs Dach, denn es gab keinen richtigen Aufgang zum Dach. Das war ein großes Problem, denn jetzt wurden auch die Zombieschreie immer lauter.
Ich habe mich direkt nach unten gebaut, da ich aus dieser Falle so schnell wie möglich abhauen wollte. Aus Panik habe ich die Wände abgebaut und bin nach draußen gekommen. Und schaut euch das an. So viele Zombies, so unglaublich viele Zombies waren im Gebäude und wollten mich holen. Die zwei erbeuteten Eisenblöcke waren aber noch lange nicht genug. Ich brauchte dringend noch mehr und habe deshalb noch ein zweites Hochhaus aufgesucht. Diesmal musste es klappen. Als ich oben angekommen bin, habe ich sofort gemerkt, hier war ich schon mal. Und zwar zur Blutmondnacht. Ich nahm noch die restlichen Blöcke mit und wollte schnell wieder nach unten. Aber so einfach ging es nicht. Die Zombies waren bereits im Hochhaus und wollten mich haben. Wow, wow, wee, wow. Da kommt Besuch nach oben. Oh, oh mein Gott. Ich muss hier raus. Schon wieder alles so voll. Das hatte ich doch schon mal. Ich habe hier ein absolutes Déjà-vu. Oh, wie die sich nach oben bauen. Oh, hier muss ich raus. Hier muss ich raus. Ich komme nicht nach unten. Ich komme nicht nach unten. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich habe überlebt. Oh mein Gott, lauf. Lauf, 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 lauf. Wie viele sind das denn bitte? Das hätte ich niemals geschafft. Und all dieser ganze Aufwand für einen Geschützturm, den ich durch falsches Abbauen in die Lava habe fallen lassen. Für den Blutmond wollte ich meine Eingänge mit einem Eisengittertor verschließen und habe daher mit Pistons und Gitterstäben experimentiert. Was auch noch wichtig war, ich musste die Redstone-Schienen mit Redstone-Fackeln versorgen. Ich hatte leider keinen Platz mehr daneben, also musste ich unter den Schienen die Fackeln platzieren. Das hat nicht nur Platz gespart, sondern sah meiner Meinung nach auch viel besser aus. Es war wieder soweit. Diese Nacht wird wieder ein Blutmond kommen. Ich habe den Geschützturm in die Mitte meiner Festung platziert. Falls die Zombies bis hierher kommen würden, hätte ich noch etwas Hoffnung auf Schutz. Dann habe ich leider einen Riesenfehler gemacht und den Rest vom Tageslicht dafür genutzt, eine Tür aus Redstone, Pisten und Gitterstäben zu bauen. Oder besser, ich habe versucht, sie zu bauen und habe dann in der Hälfte des Prozesses aufgehört, da ich nicht in der Lage war, alles Redstone zu verstecken. Dann kam die Meldung, die mir jedes Mal das Blut in den Adern gefrieren ließ. Der Blutmond steigt auf. Zu Beginn habe ich gemerkt, dass ich unbedingt noch die Cobblestone-Brücke abbauen muss, da sonst die Zombies einfach hereinspazieren würden. Die Zombies haben sich gegenseitig in die Lava gestoßen und schon angefangen, eine Brücke zu bauen. Ich musste also in Bewegung bleiben und habe gleich mal meine Minecart-Strecke ausprobiert. Von hier aus konnte ich auch genau erkennen, dass die Zombies sich nicht mehr auf einen Punkt fokussieren konnten und die Geschütztürme haben sich um einige Zombies gekümmert. Am Anfang schien der Lavagram und die Geschütztürme die Zombies aufzuhalten. Aber nach und nach bauten sie sich weiter zur Festung. An einigen Stellen war es sogar so knapp, dass ich runterspringen musste, um die platzierten Blöcke der Zombies mit meiner Spitzhacke abzubauen. Dann hatten sie es geschafft. Die Brücke war fertig und nun konnten die Zombies in meine Festung. Oh nein, so kurz vor dem Sonnenaufgang. Sie kommen rein, no, 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 no. Schaut euch mal das, schaut euch diese Menge an. Oh no, no, sie kommen rein. Es werden immer mehr. Oh no, 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 please, 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 die Sonne geht auf. Ich will das überleben. Ich will nicht sterben. Oh no, 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 wie viele das sind. Oh mein, das ist so unbegreiflich. Ich habe noch nie in einem, sie sind drin, sie sind in der Base. Ah, ja, 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 ich muss raus hier, ich muss raus hier. Warte, ich werde diese Festung aber nicht kampflos aufgeben. Ich werde diese Festung niemals kampflos ausgeben. Niemals, niemals, niemals. Kommt ruhig alle her, kommt ruhig alle her. Ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Oh, ne, oh mein Gott, das, ich habe niemals genug Pfeile. Ich muss weg. Ich muss weg, ich kann hier gar nicht weiter kämpfen. Die Sonne geht auf. Wir haben es geschafft, wir haben es fast geschafft. Wir haben es so, so knapp geschafft. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Wo ist der Übergang? Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Schaut euch diese Massen an Zombies an. Wo ist die Brücke? Hier ist die Brücke. Ich muss runter. Okay, okay. Habe ich Glück? Oh, ich habe Blöcke dabei. Das wäre knapp gewesen. Und laufen. Einfach laufen. Einfach weg hier. Wieder ein Blutmond überlebt. Und wieder bin ich von den Zombies weggerannt. Werde ich irgendwann in der Festung bleiben können, ohne Angst vor den Zombies haben zu müssen? Mein Ziel war jetzt die Stadt. Ich brauchte dringend noch mehr Eisen für noch mehr Geschütztürme. Schaut euch mal an, wie schnell die Zombies geworden sind. Der hier sprintete richtig auf mich los. Außerdem haben sich die Bewegungen der Zombies stark geändert. Sie scheinen mich irgendwie umkreisen zu wollen. Und kaum habe ich die ersten Zombies besiegt, kommen auch schon 100 neue aus den verlassenen Gebäuden. Hey! Hey, Umbresco! Umbresco, Trapadeno, Harald! Oh, warte mal, ich hab da bestimmt noch irgendwo Knochen in der Base. Ich komm wieder. Ich komm wieder, ich verspreche es dir. Der Weg hat mich dann wieder zu dieser Bahnstation geführt, in der ich mir mal diese ganzen Bahnschienen geholt habe. Jedoch gab es hier nichts Wertvolles oder Nützliches für mich. Zurück in meiner Festung habe ich etwas Schreckliches feststellen müssen. Die Kisten waren zerstört und all mein Loot lag verstreut auf dem Boden. Ich musste mich jetzt beeilen. Jede Sekunde würde zählen. Ich müsste alles so schnell wie möglich zurück in die Kisten packen, damit der Loot nicht despawnen wird.
Am nächsten Morgen war es Zeit, den Gram von diesen Cobblestone-Blöcken zu befreien. Die Zombies haben hier wirklich gute Arbeit geleistet und haben viel von der Lava entfernt. In Zukunft muss ich mir also noch etwas überlegen. Vielleicht ein paar TNT-Pfeile, um die Brücken aus der Entfernung zerstören zu können. Jetzt war es aber wirklich Zeit für mehr Eisenblöcke. Ich wollte die Hochhäuser mal von einer anderen Seite aus besuchen und bin über einen kleinen Zaun am Rande der Hochhäuser gesprungen. In dem Haus war zwar schon ein Zombie, aber das sollte mich nicht stören. Ich habe mir am Rand einen kleinen Eingang gebaut und bin hineingegangen. Es gab eine Menge Zombie-Geheule und kurz darauf wurde ich angegriffen. Ich habe natürlich sofort das Weite gesucht und habe beim Herausgehen noch den Kühlschrank mitgenommen. Das waren mir aber immer noch zu wenig Eisenblöcke, also ging ich direkt zum nächsten Hochhaus. Schaut mal dort drüben, dort haben die Zombies bereits auf mich gewartet. Aber es sieht schon etwas merkwürdig aus, wie die da so stehen und auf mich warten. Naja, bei mir auf dem Dach sah es schon etwas gefährlicher aus. Die Zombies waren bereits oben und bauten sich langsam durch die Wände. Ich entschied mich einfach am Balkon runterzubauen, denn hier waren die Zombieschreie nicht ganz so laut. Ich fand natürlich noch mehr Kühlschränke und habe diese sofort abgebaut, da ich dringend noch mehr Eisenblöcke benötige. Meine Gier nach Blöcken wurde fast mein Tod. Warte mal, wenn ich jetzt hier den Kühlschrank habe und gerade nach unten baue, dann müssten doch eigentlich noch mehr Kühlschränke kommen, oder? Warte mal, ich schau mal. Yes, yes. Wait, no. Wow, was ist hier schon wieder los? Wo kommen die Zombies her? Oh, meine Gesundheit. Lauf. Schnell weg. Oh mein Gott, fast gestorben. Waiaiai. Während ich vor den Zombies weggerannt bin, fand ich wieder diese andere Villa am See. Wahrscheinlich im Sommer ein wunderschönes Urlaubsziel. Hier gab es sogar noch eine Truhe mit Verlangsamungspfeilen. Die werden noch sehr nützlich sein. Außerdem habe ich meiner Farm nochmal einen Besuch abgestattet und die ganzen Heuballen mitgenommen. Dank der ganzen Kühlschränke aus den Hochhäusern konnte ich mir endlich genug Geschütztürme craften. Diesmal wollte ich die unteren Ecken der Festung absichern. Beim letzten Blutmond haben die oberen Geschütze nicht alle Zombies erwischt und die Zombies im Gram konnten dadurch leicht eine Brücke zu mir bauen. Das sollte aber beim nächsten Blutmond anders sein. Diesmal wollte ich vorbereitet sein und die Zombies daran hindern, eine Brücke aus Cobblestone zu bauen. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, die Ränder des Grams auszubessern. Jetzt sah alles schon viel besser aus. Ich habe aus Versehen meinen Eingang zum Notfalltunnel zugebaut und musste diesen jetzt erstmal am Morgen von Tag 65 suchen. Ein Glück war das nicht zu einem Blutmond. Stellt euch das mal vor. Aus Panik zerstören wir den kompletten Boden, nur um den Eingang in den Tunnel zu finden. Im Tunnel angekommen, wollte ich noch mehr Cobblestone farmen. Aber jetzt schaut euch das an. Hier gab es bereits so viele Zombies. Und das Schlimme daran ist, die Zombies sind inzwischen so schnell geworden. Ich bin aus Panik weggerannt und habe den Weg mit Cobblestone verschlossen. Glücklicherweise war dort keiner dieser Zombies, die Cobblestone abbauen können. Ich glaube, die erkennt man daran, dass sie eine Spitzhacke in der Hand haben oder so. Ich musste mir dringend etwas überlegen. Den Tunnel kann ich nicht mehr nutzen, da hier anscheinend immer mehr Zombies spawnen. Vielleicht baue ich mir hier einen kleinen Zufluchtsort und riegel den Gang ab. Dazu passen sehr gut diese Bustüren. Sieht ein bisschen aus wie in so einem verlassenen Labor. Am nächsten Morgen habe ich beim Ausbessern der Creme etwas festgestellt. Irgendwie spawnen auch hier Zombies. Oder zumindest scheinen sie von irgendwoher zu kommen. Als ich dann einfach mal die unteren Ränder abgesucht habe, fand ich endlich die Ursache des Zombie-Spawns. Anscheinend hat mein ehemaliger Fluchttunnel dafür gesorgt, dass die Zombies meinen ganzen Lavagram von unten aus angegriffen haben. Darum musste ich mich so schnell wie möglich kümmern. Denn wenn hier nicht alles ausgeleuchtet oder mit Blöcken zugebaut ist, dann erscheinen hier einfach die ganze Zeit Zombies. Außerdem lenken diese unterirdischen Zombies meine Geschütztürme ab und die schießen dann die ganze Zeit nur auf den Boden. Jetzt war es wieder an der Zeit, meine Rüstung zu reparieren. Ich merkte, dass bereits meine Schuhe kaputt waren. Der Rest der Rüstung sollte nicht dasselbe Schicksal erleiden müssen. Am Ende des Tages wollte ich dafür sorgen, dass die Zombies mich nicht mehr am Fluchttunnel überraschen würden und habe hier einen Geschützturm hinter der Glastür platziert. Der wird mir jetzt hoffentlich noch mehr Zombies vom Leib halten. Da meine Diamantschuhe zerbrochen sind, wollte ich mir neue craften und diese dann auch verzaubern. Nur leider hatte ich nicht mehr genug Bücher und dafür wollte ich erstmal Zuckerrohr anbauen. Funktioniert das so überhaupt? Also einfach Wasser und Erde? Oder brauche ich dafür noch etwas anderes? Ich habe wirklich keine Ahnung. Aus meinen restlichen Büchern habe ich dann Bücherregale gebaut und diese dann in unseren Notfallraum gebracht. Mir fehlte etwas Platz, deshalb habe ich einfach einen Gang zur Seite gegraben und hier angefangen, meinen Zaubertisch aufzubauen. Danach ging es wieder nach oben, um noch mehr Beleuchtung zu holen. Und als ich dann wieder runter wollte, wurde ich von ein paar Zombies überrascht. Die haben dann auch sofort die Wasserquelle verschlossen. Darum musste ich mich jetzt erstmal als erstes kümmern, sonst wird der nächste Sprung herunter nicht so sanft. Jetzt müsste es auch endlich genug Licht im Notfallbunker geben. Das hoffe ich zumindest. Ich
habe gemerkt, dass bald wieder ein Blutmond ansteht. Mir war klar, ich brauchte dringend mehr Eisen und dadurch mehr Geschütztürme. Also bin ich wieder zu den Hochhäusern gegangen und habe weiter fleißig nach Eisenantennen gesucht und tatsächlich auch welche gefunden. Ich musste mich natürlich beeilen und die Antennen so schnell wie möglich abbauen, denn ich habe schon die Schläge der Zombies gegen die Blöcke unter und neben mir gehört. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis sie da waren. Anscheinend befanden sie sich etwas weiter weg von mir, also habe ich einfach gerade nach unten gekramt, um von hier zu entkommen. Inzwischen hatte ich genug Material, um damit einige Geschütztürme craften zu können. Der nächste sollte unbedingt zum Tunnel und die andere Seite absichern, denn wenn die Zombies meine Festung überrennen sollten, dann würden sie definitiv auch hier runterfallen. Ich habe dann auch noch Türme etwas tiefer gesetzt. Das sah jetzt schon etwas besser aus. Als nächstes habe ich meine Kamera ausprobiert. Ich wollte nämlich, selbst wenn ich unten im Tunnel bin, den Überblick über die Lage der Festung haben. Das hat auch ganz gut geklappt und nachdem ich Cobblestone Mine war, sah ich einige Zombies in der Base. Die wurden aber schnell von den Geschütztürmen besiegt. Ein neuer Blutmond steht an. Ich habe meine Pistentür zum Tunnel mit einer einfachen Falltür ersetzt. Mir war klar, dass ich in einer Notfallsituation niemals rechtzeitig den Hebel finden würde und dann einfach sterben würde, ohne je den Tunnel gesehen zu haben. Für den Fall der Fälle habe ich meine Pistenkonstruktion im Bunker ausgebaut. Ich wollte mit einem Knopfdruck dafür sorgen, dass die Zombies in einen Graben fallen würden, den ich später natürlich noch mit Lava füllen würde. Das hat ewig gedauert und als die Blutmondmeldung kam, bin ich sofort nach oben gelaufen. Würde diesmal der Graben die Zombies davon abhalten, in die Base zu kommen? Würden die Geschütztürme alle Zombies aufhalten können? Ich beantwortete selber meine Frage mit Nein und entschied mich, die Nacht außerhalb meiner Festung zu verbringen. Ich weiß, das hört sich ziemlich dumm an. Aber noch war ich schneller als die Zombies. Und meine Festung war noch lange nicht bereit. Das sieht hier schon etwas gruselig aus. 1000 Zombies im Mondschein auf einem zugefrorenen See mit mir. Hoffentlich hält er das ganze Gewicht aus. Während meiner Flucht bin ich auf diese Villa am See gestoßen und bin einfach aus Angst dort reingelaufen, mit meiner naiven Hoffnung, die Zombies kämen nicht hoch. Das war natürlich nicht so. Sie waren so unglaublich schnell an der Villa und haben sich auch direkt einen Weg zu mir nach oben gebaut. Hier konnte ich natürlich auf keinen Fall bleiben. Ich bin dann gesprungen und die restliche Nacht umhergeirrt. Ich habe jede Sekunde nach oben geschaut in der Hoffnung, dass neues Tageslicht kommen würde. Und tatsächlich war es dann soweit. Die ersten Sonnenstrahlen. Der Blutmond ist zwar nun vorbei, aber ich bin immer noch auf der Flucht. Ich habe an der Busstation dieses kleine Häuschen gefunden und das hier gesehen. Wodka? Das wird mich auf jeden Fall in den eiskalten Nächten warm halten. Ich hatte aber nicht lange Zeit. Da die Zombies schneller waren, haben sie mich auch viel schneller eingeholt und mich verfolgte immer noch diese Horde aus der Nacht. In meiner Abwesenheit haben die Zombies ein Glück nichts an der Festung zerstört und ich konnte diese nun in Ruhe reparieren. Dabei bin ich zwar fast an der Lava gestorben, aber ein Glück hatte ich genug Essen zum Überleben dabei. Ich musste unbedingt noch meine Pistenkonstruktion im Tunnel fertig bauen. Das würde dann hoffentlich die Zombies aufhalten, sollte ich in der Nacht hier rein müssen. Ich musste leider auch feststellen, dass in dieser Konstruktion ein Zombie gespawnt ist. Ich habe mir dabei natürlich nicht viel gedacht. Hätte ich mal besser aufgepasst und alles ausgeleuchtet. Das wird mir später noch auf die Füße fallen. Am Tag 73 habe ich mal versucht, einige meiner Ressourcen zu sortieren und fand dabei heraus, dass ich mit Tape und etwas Eisen einen Baseballschläger bauen kann. Der hat auch echt gute Werte. Dann sah ich etwas noch Besseres. Einen Vorschlaghammer. Und den konnte man tatsächlich noch mit ein paar Nägeln verbessern. Diese Nägel müsste ich noch irgendwo haben. Ich erinnerte mich wieder. In der Villa gab es doch noch so eine Kiste, in der ich alle möglichen Sachen reingepackt habe, von denen ich keine Ahnung hatte, was ich mit diesen machen soll. Ich bin natürlich durch meinen damaligen Fluchttunnel gelaufen und habe gleich mal den Gang mit Blöcken verschlossen, damit hier nicht so viele Zombies während des Blutmondes spawnen würden. Die Villa war natürlich überfüllt von Zombies, die sich zu mir bauen wollten. Aber ich war in der Lage, die Nägel ausfindig zu machen. Ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht, aber es wird uns hoffentlich nicht schaden. Ich wollte dann wieder in den Bunker und jetzt ist die Sache, die ich vor ein paar Tagen erwähnt hatte. Die Zombies sind in meinen Pistenkonstruktionen gespawnt. Und zwar sehr, sehr viele. Ich konnte zwar alle besiegen, aber trotzdem haben sie sehr viel Schaden angerichtet. Durch meinen Fehler, die Pistenkonstruktion nicht richtig auszuleuchten, musste ich jetzt einen kompletten Tag damit verschwenden, alles wieder zu reparieren. Ich konnte auch noch nicht mal in Ruhe Cobblestone für die Reparatur abbauen, da hier immer wieder die Zombies gespawnt sind. Es wird Zeit, dass ich hier unten mal alles richtig absichere. Es war wieder soweit. Ich musste wieder in die Stadt, um die restlichen Eisenantennen von den Hochhäusern zu holen. Die vorherigen Eisenblöcke waren bereits alle für die anderen Geschütztürme aufgebraucht worden und in den Minen konnte ich nicht mehr einfach so gehen, ohne von Zombies überrannt zu werden. Ich fand zum Glück auch schon zu Beginn meiner Suche nach dem richtigen Dach mit den richtigen Eisenblöcken.
Ich musste mich wieder sehr beeilen, denn die Zombies haben mich anscheinend schon wieder gewittert und waren auf dem Weg nach oben aufs Dach. Und wenn ein oder zwei Zombies oben angekommen waren, dauerte es meistens nicht lange, bis die nächsten unterwegs waren. Das Dach war bereits auch schon zerstört und ich war mir nicht sicher, wie lange ich es hier aushalten würde. Ich entschied mich also dafür, einfach nach unten zu springen und so schnell wie möglich diese Todesfalle zu verlassen. Ein Zombie ist mir gefolgt, aber der Rest schien noch im Gebäude festzuhängen. Das war mein Glück, denn dadurch konnte ich einfach fliehen. Aber kaum bin ich ein paar Schritte gelaufen, kam auch schon die Horde auf mich zu. Jetzt, wo alle Zombies sehr viel schneller waren, musste ich wirklich meine Augen überall und zu jeder Zeit offen halten. Zur Abenddämmerung machte ich mich wieder auf den Weg zur Festung. Ich war ja tatsächlich bis jetzt noch gar nicht zurückgekehrt. Ich war wirklich gespannt, wie viel die Zombies in meiner Festung zerstört haben. Die Ruhe am nächsten Morgen nutzte ich für eine Sache, die ich schon sehr, sehr lange erledigen wollte. Ich habe endlich diese armen Hühner aus diesem verlassenen Hof gerettet. Oder zumindest habe ich es versucht. Ich hatte ja noch die Leinen, die ich in irgendwelchen Kisten gefunden hatte. Damit sind mir die Hühner relativ gut gefolgt. Jetzt brauchte ich noch nicht mal mehr Körner, um die Hühner zu meiner Festung zu bringen. Die größte Sorge machte mir natürlich der Übergang über den Lavagraben. Ich habe probiert, diesen Gang etwas zu erweitern, aber das war mir noch nicht genug. Plötzlich wollte mich ein Zombie angreifen und meine Geschütztürme wollten mir natürlich helfen und mich beschützen. Aber dabei haben sie leider einen Huhn erwischt. Da waren es nur noch drei. Ganz, ganz vorsichtig habe ich die Hühner über meinen Graben geführt. Die Gefahr bestand jede Sekunde, dass sich die Hühner vor irgendwas erschrecken würden und einfach in die Lava fliegen würden. Das ist zu meinem Glück aber nicht passiert. Am Ende des Hühnertages wollte ich das mobile Radar ausprobieren, was ich für die Türme brauche. Aber als Zombies kamen, wurde nichts gemeldet und es gab auch kein rotes Licht. Schade. Ich musste wieder feststellen, dass die Geschütztürme auf einen Punkt im Boden gezielt und geschossen haben. Anscheinend haben sich hier wieder Zombies unter der Erde versammelt und warteten nur darauf, sich auf mich zu stürzen. Ich bin also schnell zu dieser Stelle gelaufen und habe den Boden freigekramt, damit die Zombies, naja, sagen wir, befreit werden. Sie sind natürlich sofort auf mich losgestürmt und ich habe Schutz bei den Türmen gesucht. Nach dieser Aktion wollte ich endlich die Hühner in Sicherheit bringen. Wer weiß, vielleicht wurden die Zombies ja auch von dem Hühnergegackerer angelockt. Es war am Anfang etwas schwierig, die Hühner in den Schacht zu locken, aber nach einigen Probieren hat es dann doch funktioniert. Eines der beiden Hühner hat anscheinend den Sprung nicht überlebt, oder zumindest habe ich es später nie wieder gesehen. Das andere Huhn ist irgendwie oben hängen geblieben und gackerte fleißig weiter, als wäre nie etwas passiert. Nachdem ich den Zaubertisch und die Bücherregale entfernt habe, habe ich die letzten Eier der Hühner an die Wand geworfen, mit der Hoffnung, es würde ein Huhn spawnen. Und tatsächlich, das hat auch funktioniert. Jetzt war es noch Zeit, die neue Heimat unseres Huhns auszuleuchten. Wie sollen wir eigentlich das Huhn nennen? Hermann das Huhn? Ja, das passt. Tag 79 wollte ich dafür nutzen, noch einmal in der Vorstadt alle Häuser abzusuchen, die keine Bretter vor den Türen hatten. Und da habe ich auch etwas Gutes gefunden. Die Zombies haben einen Lagerraum freigelegt und hier fand ich ein Gewehr mit passender Munition und viel Schwarzpulver. Es war zwar nicht viel Munition, aber dennoch musste ich das Gewehr ausprobieren. Es hatte ganz schön viel Wumms und im Notfall würde mir das bestimmt noch sehr viel weiterhelfen. Auf meinem Weg zurück wurde ich natürlich wieder von einer Horde Zombies verfolgt, aber ich hatte ja noch meine Geschütztürme bei mir. Die werden mir jetzt sehr helfen. Ich habe alle drei platziert und dabei zugesehen, wie diese Zombies besiegt wurden. Mit dem Schwarzpulver habe ich mir dann Tretminen gecraftet und die musste ich natürlich auch sofort ausprobieren. Dabei wäre mir fast der Kopf weggeflogen, aber ein Glück hatte ich einen Helm auf. Gegen die Zombies schienen diese Minen Wunder zu wirken. Kaum ist ein Zombie auf die Mine getreten, schon flogen alle seine Einzelteile durch die Luft. Von diesen Minen brauchte ich dringend noch viel mehr. Das bedeutete aber auch, dass ich viel mehr Eisen brauchen würde. Ich wollte die Minen auch mit Pistons verbinden, aber irgendwie schien das nicht zu funktionieren. Naja, solange sie nicht explodieren, ist ja alles in Ordnung. Wieder mal ein Tag vor dem nächsten Blutmond. Es ist wirklich merkwürdig, wie jedes Mal vor dem Blutmonden meine Aufregung steigt. Ich musste eigentlich noch so viel erledigen. Die erste Sache war es, den Graben von Cobblestone zu befreien. Diesmal wollte ich in der Festung bleiben und sie mit meinem Leben verteidigen. Das mit dem Cobblestone hat leider ewig gedauert und als ich dann noch ein paar Geschütztürme gecraftet habe, stieg auch schon der Blutmond auf und lockte die Zombies zu meiner Festung. Ich habe auf dem Boden noch schnell ein paar Türme platziert und mich dann auf der Mauer bereit gemacht. Anfangs schien der Lavagramm die Zombies aufzuhalten, aber es wurden so viel auf einmal, dass sie anscheinend aufeinander bleiben konnten und damit auch Blöcke auf dem Lava platzieren konnten. Es war noch nicht mal der halbe Blutmond um und schon waren sie in meiner Festung. Ich baute mir schnell eine Notfallbrücke und wollte von dieser schnell springen. Ich lief noch eine Runde, um die Zombies abzulenken und sah sie bereits auf den Mauern spazieren. Dann bin ich gesprungen und in die Fänge der endlosen Nacht gelaufen.
Ich weiß nicht warum, aber anscheinend dachte ich, ich könnte mich einfach hochbauen und wäre sicher vor den Zombies. Aber sie überrannten mich, wie Ameisen einen Zuckerwürfel überrennen würden. Zwar habe ich überlebt, aber schaut euch das an. 1000 Zombies, die mich im Morgenlicht jagen. Ich versuchte, in der Nähe meiner Festung Schutz zu suchen, da die Zombies sich anscheinend nicht für die Geschütztürme, sondern nur für mein Fleisch interessierten. Ich bin also die ganze Zeit im Kreis gelaufen und habe die Arbeit den Geschütztürmen überlassen. Das lief auch ganz gut, nur dauerte es leider eine ganze Weile. Jetzt wollte ich den Tunnel etwas weiter ausbauen. Die Zombies hatten zwar mit Stacheldrahtzäunen keine großen Probleme, aber vielleicht würden sie ja dadurch etwas langsamer werden und ich hätte dann Zeit gehabt, mich hier unten besser vorzubereiten. Der vorherige Blutmond zeigte wieder mal, ich hatte noch nicht genügend Verteidigung. Wir mussten noch 2 weitere Blutmonde überstehen. Ich war mir sicher, mindestens einmal davon werden wir in der Festung bleiben können. Ich platzierte also weitere Türme auf meinen Mauern und begann, einen Steinzaun um meinen Lavakram zu ziehen. Hierfür brauchte ich wieder endlos viel Cobblestone. Aber das war in Ordnung, denn ich wusste, unter meiner Festung gab es ja einen Tunnel. Zwar war der Tunnel manchmal voll von Zombies, aber diesmal schien ich Glück gehabt zu haben. Kein einziger Zombie war zu sehen und ich konnte in Ruhe genug Cobblestone für meine Steinwände besorgen. Ich habe versucht, mit all meinem Cobblestone die Steinzäune fertig zu ziehen und wollte dann auch noch diese mit Fackeln versehen. Diese Fackeln sollten mir dabei helfen, alle Zombies in den Blutmondnächten zu erkennen. Natürlich hat das Cobblestone nicht mal ansatzweise gereicht und ich musste wieder zurück in die Minen. Danach ging es wieder nach oben, um die Steinzäune weiter zu ziehen. Jetzt war es an der Zeit, das Gebiet etwas weiter einzuebnen. Dafür brauchte ich meine Schaufel und ich versuchte, so viel Schnee wie möglich zu entfernen. Also auf jeden Fall den Schnee, der etwas erhöht lag. Die entstandenen Löcher wollte ich dann mit Cobblestone füllen. Das hat den kompletten Tag in Anspruch genommen. Das Wetter hat sich jetzt leider gegen uns entschieden. Es fing ein gnadenloser Schneesturm an, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Also wortwörtlich. Denn es wurde so kalt, dass ich mich jede Minute an irgendwelchen Wärmequellen aufwärmen musste. Jetzt war es an der Zeit, noch mehr Türme um meine Festung zu bauen. Es waren zwar schon eine Menge, aber ich wusste, dass es trotzdem nicht ausreichen würde. Vielleicht für den nächsten Blutmond, aber nicht für den finalen Blutmond. Denn dafür brauchte ich bei weitem viel, viel mehr. Vielleicht würde ja der Stacheldrahtzaun dabei helfen, die Zombies etwas aufzuhalten. Beim Entfernen des Schnees bin ich dann noch ein Glück auf eine Höhle gestoßen. Das war wirklich gut, denn diese konnte ich nun vor dem nächsten Blutmond mit Stein verschließen. Somit würden dort keine Zombies spawnen und sich unter den Lavagraben graben können. Am Ende des Tages ging ich wieder in den Tunnel für noch mehr Cobblestone. Ich brauchte tatsächlich noch mehr für die Zäune, aber vor allem brauchte ich noch mehr Eisen. Ich wollte wirklich auf Nummer sicher gehen, denn der letzte Blutmond war wirklich gefährlich gewesen. Der Morgen von Tag 86 war wieder so grau und kalt. Ich versuchte, die Stacheldrahtzäune fertig zu ziehen. Zu meinem Glück wurde das Wetter viel besser und ich konnte die Gelegenheit nutzen, um uns noch mehr Tiere zu holen. Ich erinnerte mich an Harald und an mein Versprechen, ihn zu mir zu bringen. Also nahm ich einen Knochen in die Hand und bin losgelaufen und fand ihn auch ziemlich schnell. Endlich hatte ich einen Freund in dieser einsamen, kalten, zombieüberfüllten Gegend. Ich konnte mir gar nicht ausmalen, wie viel Spaß wir zusammen haben werden. Gemeinsam werden wir diese 100 Tage überleben und gemeinsam eine Lösung für dieses Zombie-Problem finden. Leider hat er nicht so lange überlebt, wie ich es mir gewünscht hatte. Da komischerweise nur noch ein Huhn von den 4 Hühnern auf der Farm überlebt haben, wollte ich dieses jetzt runter in den Schutzraum bringen. Denn wenn die Zombies angreifen werden, werden sie definitiv keinen Halt vor hilflosen Hühnern machen. Dann ging es wieder zum Cobblestone holen in den Tunnel. Glücklicherweise gab es hier keinerlei Zombies. Anscheinend sind sie irgendwo hingerannt oder was weiß ich, warum hier keine Zombies waren. Mit genug Cobblestone konnte ich alle Löcher an meiner Wand verschließen und alle Löcher am Boden ausfüllen. Das würde auch den Türmen vielleicht weiterhelfen, die Zombies zu treffen. Am Ende des Tages habe ich dann noch den Rest meiner Rüstung repariert. Ja, wieder mal dasselbe wie vor dem letzten Blutmond. Früher oder später musste man sich wohl darum kümmern. Der Graben muss wieder ausgebessert werden. Diesmal haben die Zombies ein noch schlimmeres Chaos angerichtet. Aber auch das konnte beseitigt werden. Vor dem nächsten Blutmond brauchte ich dringend noch mehr Eisenblöcke. Und ich habe mich daran erinnert, dass in den Gebäuden ja noch die ganzen Kühlschränke waren. Also bin ich fix hingelaufen in der Hoffnung, noch ein paar Eisenblöcke ergattern zu können. Aber mit diesen ganzen schnellen Zombies unterwegs war das eigentlich so gut wie unmöglich. Dieser ganze Zeitaufwand hat mir gerade mal 2 ganze Eisenblöcke gebracht. Nur ganze 2 Eisenblöcke. Und dann ist auch noch das hier im Schutzraum gespawnt. Ein riesengroßes Schleimmonster. Wieso spawnt das hier? Als ich es besiegt habe, ist eines der Hühner gestorben. Es wurde Zeit, alles Wichtige vorzubereiten. Ich habe die restlichen Heuballen am Rand des Schutzraums platziert. Ich weiß, eigentlich ist so etwas unpraktisch, aber ich wollte es hier etwas gemütlich haben, wenn meine letzten Stunden schlagen sollten. Den Rest des Tages habe ich dafür genutzt, den Geschütztürmen, die eigentlich das Innere der Festung beschützen sollten, eine Möglichkeit zu geben, nach draußen zu schießen. Das habe ich an allen 4 Ecken der Festung gemacht. Jetzt hatten die Türme die Möglichkeit, einfach nach draußen zu schießen und nicht sinnlos gegen diese Metallgitter.
Den kompletten 90. Tag habe ich wieder mit sinnlosen Renovierungsarbeiten verbracht. Irgendwie passiert das immer vor dem Blutmond, kann das sein? Naja, jetzt ging es also los. Ich musste nur noch schnell die Brücke zerstören und dann war ich bereit für die Horde. Tatsächlich hat die Mauer mit den Stacheldrahtzäunen ziemlich viele Zombies aufgehalten. Das funktionierte besser als erwartet. Auch die Geschütztürme haben mit voller Wucht geschossen und die Zombies zurückgedrängt. Ich meine, klar, an manchen Stellen sind sie durchgebrochen, aber selbst danach waren sie noch nicht in der Lage, in den Lava-Blöcke zu platzieren. Ein großer Vorteil der Zombies ist eindeutig die Geschwindigkeit. Sobald sie eine offene Stelle im Steinzaun haben, fallen alle in die Lava und mindestens einer von ihnen kann einen Block platzieren. Bis zum Morgengrauen konnte ich einfach überleben und musste mir fast gar keine Sorgen machen. Aber jetzt begann die eigentliche Hölle. Die letzten 10 Tage. Jetzt durfte ich auf keinen Fall mehr Zeit verschwenden. Zuallererst musste ich natürlich wieder meinen Lavagraben reparieren. Wir haben den Blutmond gerade so überstanden und das Problem an der Sache ist, dass die Zombies jetzt noch stärker und schneller geworden sind. Von der Sprunghöhe will ich an dieser Stelle gar nicht reden. Ich musste also dringend meinen Steinzaun mit den Fackeln oben drauf reparieren, der in der letzten Nacht hier ganz schön gelitten hatte. Außerdem sind diese Zombies wieder in meinen Schutzkeller gespawnt und zwar genau bei unserem Huhn. Oh no, warum sind die in meiner Base gespawnt? Warum spawnen die dort? Oh no. Oh, sind die schnell. Oh no, no, no. Ich muss weg. Oh no, 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 no. Oh, Mann, die viel Schaden. No, 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 no. Oh, ich will ja weg. No, 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 no. Oh 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 no, no. Habt ihr gesehen, wie schnell dieses Vieh auf uns zukam? Kaum hat es uns gesehen, ist es auch schon losgerannt. Ich musste jetzt also extrem vorsichtig sein. Die Zombies darf man jetzt auf keinen Fall unterschätzen. Ich konnte alle Zombies im Schutzraum besiegen und ein Glück ist dabei kein Huhn gestorben. Da ich noch viel mehr Stein für meinen Steinzaun brauchte, wollte ich wieder in den Tunnel und mir etwas Stein besorgen. Nur leider waren hier wieder viel zu viele Zombies. Da ich aber dennoch dringend Cobblestone brauchte, habe ich einfach meinen Geschützturm hier unten aufgebaut und mit meinem Bogen die Zombies aus der Entfernung angegriffen. Das Wasser, welches aus der Wand kam, hat die Zombies ein Glück aufgehalten. Sobald sie nicht mehr durch das Wasser gestört werden, rennen sie auf mich zu. Das war hier aber ein Glück nicht so. Nachdem ich also alle Zombies besiegt hatte, war der Weg für mich frei. Ich habe so schnell und so viel wie möglich abgebaut. Aus der Entfernung sah ich das hier. Keine Ahnung, was das ist. Ist es ein normales Monster oder was ist diese komische Gestalt? Da ich nicht wieder überrascht werden wollte, platzierte ich eine Kamera an den Tunnel. Jetzt konnte ich also entspannt von oben schauen, ob hier irgendwelche Zombies auf mich warteten. Die Türme würden dann den Rest erledigen. Zum Schluss craftete ich mir dann noch mehr Minen. Die werde ich dringend brauchen. Die Kamera war gar keine so schlechte Idee. Ich konnte sie sofort ausprobieren und natürlich haben sie auch schon unten auf mich gewartet. Ich hatte vor, mir eine Truhe für die letzte Nacht zu machen. Also musste ich meine ganzen Truhen in der Festung erst einmal sortieren. Ich brauchte Essen, Munition und vielleicht auch ein paar Geschütztürme. Aber die sind an der Festung besser aufgehoben als in meinem Inventar. Die werde ich wahrscheinlich noch alle platzieren. Langsam füllte sich meine Truhe mit allen nötigen Ressourcen. Außerhalb meiner Festung fehlte noch eine Menge Stacheldraht. Dafür brauchte ich noch eine enorme Menge Holz. Jetzt musste ich also ein letztes Mal in den Wald hinter meiner Festung. Ich bin immer noch froh, so eine Lage für die Festung gewählt zu haben. Stellt euch mal vor, meine Festung würde mitten in der Stadt stehen. Während ich meine ganzen Stacheldrahtzäune platziert hatte, wurde ich von einer kleinen Horde Zombies überrascht. Wie schnell die auf einmal sind, jedes Mal absolut gruselig. Den kompletten Tag 95 habe ich damit zugebracht, all meine Sachen zu sortieren. Sollte ich den nächsten Blutmond überleben, brauche ich ja noch dringend Sachen, um nicht zu verhungern und auch um mich vor den nächsten Zombies zu verteidigen. Sollte ich überleben, ziehe ich los. Ich muss weg aus dieser Hölle, ich muss weg aus dieser Stadt, die nur so von diesen fleischfressenden Monstern wimmelt. Da ich versehentlich viel zu viele Steinzäune gecraftet habe, habe ich den Rest dieser Zäune in der Nähe meiner Festung platziert. Ich hatte die Hoffnung, dass ich dadurch die Zombies auf einen bestimmten Weg lenken könnte. Vielleicht sogar in eine Sprengfalle oder so etwas in der Art. Natürlich mussten wir hier auch alles ordentlich ausleuchten. Denn es ist gar nicht so einfach, während des Blutmondes den Überblick zu behalten. Kaum ist es dunkel, tauchen zwar helle Zombie-Augen auf, aber die Umgebung bleibt trotzdem stockdunkel. Mit Explosivpfeilen hatte ich die Hoffnung, eine Lösung für das Brückenproblem gefunden zu haben. Diese Pfeile musste ich natürlich sofort wieder ausprobieren. Und ich muss sagen, die Sprengkraft für einen so winzigen Pfeil ist enorm. Nachdem ich mir ein paar Holzhörner aus dem Dorf holen wollte, kamen ein paar Zombies auf mich zu und ich dachte mir, was sind schon ein paar Zombies? Aber die Zombies sind inzwischen so stark und schnell, dass ich fast besiegt worden wäre. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. Zu der Stadt wollte ich lieber nicht mehr ziehen. Die Vorbereitungen waren weiterhin im vollen Gange. Pfeile wurden mit den übrig gebliebenen Materialien gecraftet und die Steinmauern wurden noch mit ein paar Holzhörnern höher gebaut. Ich durfte nicht vergessen, dass die Zombies nun auch höher springen konnten. In der Mitte der Festung wollte ich einen kleinen Turm bauen.
Aber was heißt hier Turm? Eher eine kleine erhöhte Plattform. Diese Plattform sollte mich auch direkt in den Notfalltunnel schicken, sobald hier zu viele Zombies sein sollten. Die Falltür war mir noch etwas zu riskant, deshalb sicherte ich das Loch mit ein paar Stacheldrahtzäunen ab. Die restlichen Mauern und die restlichen Fackeln habe ich außerhalb der Festung platziert. Ich fühlte mich immer sicherer und war mir fast sicher, ich könnte überleben. Werden auch andere Menschen sich auf diesem Planeten eine Festung gebaut haben? Nur noch einen Tag bis zum großen Finale. Es wurde Zeit, alles richtig zu sortieren und zu reparieren. Die Kisten sollten alle unter diese kleine Plattform inmitten der Festung. Das sollte all meine Sachen etwas beschützen, da ich herausgefunden hatte, dass die Zombies auch Ton zerstören würden, wenn diese im Weg wären. Meine Überlebenstour wurde immer voller und wieder kam ein leichtes Gefühl der Sicherheit. Um wirklich sicher gehen zu können, stellte ich neben mein Fallloch auch noch ein bisschen Stacheldraht auf. Bis mich die Zombies hier bekommen würden, wäre ich schon längst im Schutzraum. Zum Schluss stellte ich noch das Licht der Hoffnung auf. Nicht nur das Licht meiner Hoffnung, nein, sondern das Licht der Hoffnung der gesamten Menschheit. Es ist soweit. Der finale Tag. Werde ich den Blutmond überleben oder werde ich einer von diesen Wesen werden? Ich hoffe, die Festung wird die Zombies aufhalten. Jetzt waren die letzten Vorbereitungen an der Reihe. Die Minen mussten platziert werden. Ich wusste noch, dass diese Minen eine unglaublich gute Sprengkraft haben. Die würden am Anfang hoffentlich dafür sorgen, dass die Zombies nicht allzu schnell in meine Festung kommen könnten. Falls das nicht reicht, haben wir ja immer noch die Steinzäune und den Lavagraben. Es war soweit. Ich habe das Minecart platziert und war bereit. Bereit, mich dieser endlosen Horde zu stellen. Bereit, alles zu riskieren. Bereit, die Menschheit zu retten. Es ging los. Die Horde kam angerannt. Und von allen Seiten hörte ich diese Explosion. Die erste Welle wurde von dem Minenunglück aufgehalten. Und anfangs hatte ich ein gutes Gefühl. Doch dieses Gefühl war sehr trügerisch. Ich wollte schnell in das Minecart springen, habe aber leider den richtigen Zeitpunkt verpasst. Was für ein Start. Ich lief dem Minecart entgegen und konnte rechtzeitig hinein. Schaut euch das an. So unglaublich viele Zombies. Und sie sind so weit mutiert, dass sie unglaublich schnell rennen konnten und viel mehr Schaden aushalten. Ich hatte meinen Bogen mit dem passenden Pfeil bereit. Komischerweise sind die Zombies auch aus dem Untergrund gekommen. Obwohl ich sicher war, dass ich alles zugebaut hatte. Ich startete damit, meine Sprengpfeile zu benutzen. Das war viel zu früh. Wenn das so weitergeht, werde ich hier nicht aushalten können. Und schon war die meiste Munition aufgebraucht. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viele Pfeile ich verschossen hatte. Und jetzt hatte ich keine Möglichkeit mehr, die Brücken der Zombies zu zerstören. Das war der Anfang vom Ende. Oh nein, oh nein, oh nein, schnell zum Notfall. Zum Notfallraum. Notfallbunker, Notfallbunker, Notfallbunker. Wir haben hier keine Chance mehr. Oh nein, ich muss hoch. Wo ist die Leiter hier hoch? Schnell hochklettern. Oh mein Gott. Oh, sie kommen rein! Oh nein. Okay, ruhig bleiben. Runterspringen. Wir haben alles abgesichert. Schnell rein. Okay. Oh nein! Die Zombie. Nein! Einmeldung. Russland wurde komplett von der Zombiehorde überrannt. Es gibt kein Anzeichen von Leben mehr. Einige Aufklärungshelikopter haben eine verlassene Festung gefunden. Anscheinend war hier erst vor kurzem eine Art Kampf oder so etwas gewesen. Nach genauer Inspektion haben wir leider nur Zombies gefunden. Es gab auch eine Art Schutzbunker, aber in diesem fanden wir nur ein paar herumirrende Zombies. Die Hoffnung auf Leben wird immer aussichtsloser.